Ey, ohne Scheiß, du musst die Straße fahren. Ich kann es nicht nur so miteinander verkanten, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV mit mir und Toren. Wir haben ja schon zusammen Bud Spencer und Terence Hill gespielt. Und jetzt dachten wir uns, The Crew 2, ich habe den Key für eine Closed Beta. Achso, ich dachte es ist eine Open Beta, ich wollte gerade auch rüberrennen und zocken, aber hier ist geilere Xbox mit geilere Qualität. Ist Closed Beta und ich habe einen Key und den probieren wir jetzt aus. Neues Spiel, wir sind jetzt gerade noch im Menü und fangen jetzt einfach mal direkt an. Ich drücke jetzt auf neues Spiel. Boop. Was hast du vorher gesehen vom Spiel? Nur die Trailer. Also diese Cinematic-Trailer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ersten Teil eher so. Ich habe den ersten komplett durchgespielt. 100%. Aber jetzt, der Trailer, ey. Oh, was nehmen wir? Was nehmen wir? Kein Lappen. Guck mal, wie die grinst. Ja, sollen wir die nehmen? Warte, ich will nochmal vielleicht noch einen. Ja. Oh, der ist auch geil. Boah, heißt der. Nee, guck mal, wir lesen uns die Sprüche durch. So. Ich muss nicht gewinnen, aber ich will. Spaß. Lieber glücklich als gut ist. Nein. Fahr niemals alleine. Das passt eigentlich für uns beide. Ja, das optisch nicht ganz meins. Ein Nobody, gib mir ein paar, nee. Ein Fuß aus Blei und einen Willen aus Stahl, nein. Ich mache meinen Weg Meile für Meile. Mein Fahrzeug und ich sind eins. Ja. Das ist ja aus dem Standard-Scheiß. Ja. Ich greife nach den Sternen. Oh, halt wirklich, ey. Der Himmel ist nicht mehr oh, die nee, Grenze. Komm, weiter. Entdecken, erkunden, rennen, fahren und noch mehr. Ohne Scheiß. Oh. Wo du auch hingehst, du findest mich vor dir. Das ist wirklich geil. Das ist ein krasser Spruch eigentlich. Also, das ist der beste Spruch und der Typ sieht aus wie ein Standard-Hipster. Du willst Spaß, dann gib Gas. Oh Gott, ey. Kann man auch machen. Zu Hause ist, wo das Herz wohnt. Mein Zuhause macht 200 Sachen. Bah. Du glaubst, du kennst mich schlagen? Vergiss es. Lebe dafür. Ist das ein Statement? Ich lebe dafür. Glücklich bin ich nur im roten Bereich. Ich muss nicht gewinnen, aber komm, ich lebe dafür. Ich find's auch geil. Das ist ein geiler Spruch einfach. Haben Sie was zu sagen? Ich lebe dafür. Das ist auch so ein bisschen nach dem Motorradunfall. ja, dann bist du tot. Ja, es ist alles kaputt und sie müssen alles zahlen und sie haben zwei Menschen umgebracht und seine Antwort ist, ich lebe dafür. Begründung für alles im Leben. Achso, halten. Man muss halten. Okay. Bei Ubisoft, in Spielen muss man jetzt immer Tasten halten zum Bestätigen. Ist okay, wenn ich die ersten 5 Minuten spiele und dann bist du dran? Ja, okay. Schon innerlich kurz geweint, aber. Nein, komm, weißt du was? Komm, du bist ein Besuch, du darfst das erste. Du moderierst das, was ich. Oh, ich bin scheiße, ich habe so lange nicht gezockt und erst so lange nicht mit dem Controller, ey. Ganz ruhig, noch ein schwarzer Bildschirm. Also, hier ist Gas, ne? Das ist Gas, ja. Hier ist Bremse? Ja. Okay. Ja. Ein langer. Ja, du kannst hier lang auf den Lenkstick machen, wenn du Bock hast. Nee, ich glaube, ich brauch Stamme. Okay, geht bald weiter. Achso, die reden. Brauchen wir gar nicht hören. Du bist doch so ein Bud Spencer geworden. Nenn mich Hero, hat er gesagt. Kannst du dich noch an Don't Be Your Hero erinnern? Na. Komm mit mir. Hast du sie hochgeladen? Ja, ja. Ja? Hat das klingt? Nein. Guckt nach Don't Be Your Hero. Nein, das ist nicht. Don't Be Your Hero. Obwohl, bei Twitter könnt ihr gucken. Bei Twitter gibt's schon. Ja? Ja, aber ich glaube, ich YouTube-Channel. Egal. Okay, wir gucken jetzt da. Hast du gesehen, da war ein Wahl. Also, das geht mir schon auf den Sack. Und Drohnen. Jetzt ehrlich, wer möchte eine Drohne im Videospiel? Also, in Real eine Drohne. Forza war es ganz geil. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, in Real eine Drohne fliegen ist halt genauso wie im Videospiel. Also, es macht halt. Ich mache halt keinen Unterschied, weißt du, was ich meine? Also. Geil wäre ein Drohnensimulator. Das wäre echt nicht schlecht, weil Drohne fliegen ohne Scheiß. Ist voll teuer. Ist teuer und es kann ziemlich schnell in die Hose gehen. Ja. Oh, es geht um Follower! Es geht um. Da haben wir absolut keine Ahnung von. Nee. Scheiße, wir werden verlieren. Was ist das? Check ich nicht. Weißt du, was ich nebenbei mache? Ich guck einmal kurz hier auf mein mobiles Endgerät und schau mal, ob Ton und sowas alles synchron ist. Oh, bitte geil. Nicht im Porsche, ich will im GTR. Nee, wir wollen GTR! Ja, und da ist auch ein geiler Camaro. Oh, ich fahre bitte nicht ein Porsche, bitte nicht ein Porsche. Du machst das, ich mach kurz hier meinen Second Screen. Ich habe heute gehört, Porsche darf keine Autos mehr verkaufen. Gar nicht mehr. Erzähl.
Wusstest du das? Ich dachte nur die SUVs. Ich habe gehört, die dürfen jetzt gar keine Neuwagen mehr verkaufen. Also ist alles weg. Soll ich so weiterreden? Ne? Jetzt höre ich mich ein bisschen selber hier, aber ist nicht so tragisch. Ja, was mich nicht in dem Trailer richtig angegeilt hat... Warte, ich muss kurz einmal klatschen. Okay. Warte, ich mach nochmal. Klatsch du mal bitte kurz. Okay. Fuck, ich muss Porsche fahren, Drecksauto. Okay, okay. Okay, erster Porsche gewinnt. Bestes Auto der Welt. Aus dem Weg. Bremsen muss man ja nicht. Audi TT. Wie will ein dreckiger Audi TT bitte ansatzweise gegen mich gewinnen? In dieser Saison treten talentierte Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beachten. Ich muss sagen, ein bisschen gefahren fühlt sich instant an wie Need for Speed Underground 2 oder sowas. Okay. Vom Feeling, ja. Also absolut, ist halt das arcadigste Arcade. Okay, Bäume können nicht durchfahren werden. Schon mal als und Porsche TTRS sind genauso schnell wie ein GT3. Aber du machst es gut, das sieht sehr gut aus, was du da machst. Ja, aber ich glaube, also... Guck mal, mit Rampen und alles. Gefühlt ist das Spiel halt auch so... Also ist halt Noob-gerecht. Ja, jeder kann spielen. Ja, also ich bin halt, also man muss sagen, ich bin Kack-Noob. Also es ist quasi so, als würde es einer Frau was geben gerade. Oh. Es fühlt sich gut an. Ja. Ohne Scheiß. Erstens, es sieht richtig geil aus. Und zweitens, sieht wirklich gut aus. Ey, ja. Es fühlt sich mega geil an. Also, das fühlt sich halt überhaupt nicht wie Autofahren an. Also, Kinder, wenn ihr denkt, ihr nach könnt ihr Autofahren, nope. Also, wir hassen beide ja Porsche. Was wäre ein Porsche, mir ist gerade ein bisschen schlecht geworden. Inception? Das sieht echt aus wie Inception. Okay, Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Oh, guck mal, wie das da so... Hast du es gesehen? Alter, ey, das guck sieht mal, ja das mega sieht ultra geil aus. Alter, ohne Scheiß. Ich kauf das Spiel. Ja, ich kauf mit. Bring, weiter. Tempo, gedrückt, Boot, steigern. Boah, guck mal, wie das Wasser da hinten rausfetzt aus den Auspuffrohren. Ey, das sieht echt geil aus. Okay, ja gut, also es ist absolut keine Bootssteuerung, es ist eher wie Autofahren, aber ist okay. Okay. Gerade für Leute, die Boote gefahren sind, sind wahrscheinlich Boote? Sehr verwirrt. Ich bin gespannt, wie ein Flugzeug sich fliegt. Ja, oder Motorrad. Das finde ich auch sehr interessant. Weil Motorradphysik. Komm, hier gibt's auch. Es gibt einfach für alles Rampen. Ist so gefühlt die schwierigste Physik. Zieh mal nach hinten, bitte. Drück mal nach vorne. Da, guck hier, siehst du? Du kannst auch hinten die Pedal nach. Wenn du nach hinten ziehst, dann fährst du ein bisschen schneller, weil. Das ist Bootphysik, kennst du ja, ne? Ja. Und wenn du die Pedal nach unten stellst, dann hebt sich ja der Bug aus dem Wasser. Das ist wegen der Aerodynamik. Ja, wegen der Wasserverdrängung. Hydrodynamik müsste es ja sein dann. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber wenn es das Wort gibt, dann habe ich es jetzt erfunden. Ich finde, das sollte es ab jetzt geben, die Hydrodynamik. Folgst dieser Hurensohnsformel. Ich weiß zwar nicht wie, aber er hat es geschafft. Ja, aber du gewinnst jetzt. Ich sehe ja oben schon Flugzeuge. I guess. Oh, da wollte er sich entscheiden. Konnte es nicht. Okay, die Welt dreht sich. Nee, doch nicht. Die Welt ploppt doch, auf. Doch, guck mal da hinten. Doch, die Welt dreht sich, oder? Ja, ja. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Okay, geil. Red Bull Air Race. Boah, ohne Scheiß. Ich glaube, krassester, ey, die Leute, krassester Kotzsport der Welt. Ja, das ist einfach. Also ich glaube, da stürzt du instant, wenn du nicht dran gewöhnt bist. Ja. Und du musst halt hart auf Kotzen stehen. Das stimmt. Also. Das steht ja hier. So, jetzt bin ich gespannt. Wie, guck mal. Okay. Nur mit L. Es gibt kein Ruder, wie ich das gerade sehe. Normalerweise gibt es ja immer ein Ruder. Doch, gibt es? Ja, mit welchem Knopf? Achso, LBRW? Ja, okay, ganz intuitiv. Das heißt, sie haben die GTA-Steuerung mit übernommen. Ja, genau. Sehr gut. Also ich muss gerade sagen, hier die Grafik der Bäume gefällt mir nicht. Wie gehört dir die? Die Grafik der Bäume. Bei Flugspielen ist es mir eher wichtig, dass die Ziele, über die man drüber fliegt, gut aussehen und das Flugzeug selber. Weil alles unten drunter, ganz im Ernst, ich guck's mir nicht an. Aber ja. Was ich aber nicht so ganz peile, weil die Grafik unten sieht ja extrem krank aus. Also warum ist die in der Luft nicht so geil? Weißt du, wenn du ein Auto langfährst, ist die Grafik premiumhaft. Ja, stimmt, stimmt. Und jetzt sieht das halt auch, also jetzt, wenn du jetzt auch mal die Häuser ansiehst, guck, das sieht jetzt nicht so geil aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Handyspiel. Oh Gott. Okay.
Oh, es ist Flatiron Building. Wir fliegen gerade durch New York. Guck mal, jetzt ist die Grafik wieder high-end. Ich glaube, im Flugmodus, wegen ganzen Gelade. Kann sein, dass sie ein bisschen runtergeschraubt. Ja, guck mal, wie krass das aussieht. Ey, das sieht also, jetzt wieder halt ultra krank aus. Also Fliegen ist schon mal deutlich weniger Grafik als Fahren. Und Boot sah auch krank aus. Also Fliegen, Steuerung, für wenn ihr Ubisoft Fliegen kennt. Ja, weil guck dir mal Wildlands an. Sehr gutes Fliegen. Ich übergebe das jetzt mal. Weil also ich muss sagen, Auto, würde ich sagen, Arcade, Need for Speed Modus. Okay. Aber gut. Also es gibt ja auch scheiße Arcade. Also scheiße Arcade. Also ich mache zum Beispiel Burnout nicht von Steuerung. Nee, Burnout bin ich auch nicht Fan mega, von. Mega behindert irgendwie. Boote. Ah, RX-7. Alter, ging hoffentlich. Boote fand ich bis jetzt am schwächsten. Guck mal, Moped haben wir noch nicht. Ja, und Monster Trucks. Wenn es bei The Crew 1 gab, es ja auch Monster Trucks. Ich kann mir gut vorstellen, dass und Scheiß. Ich finde das Spiel geil. Es überzeugt mich, weil es ist alles dabei. Ich stehe krass auf Rennspielen und es ist alles dabei. Und so ein geiler Arcade-Racer gibt es schon lange nicht mehr. Weil Need for Speed, ganz im Ernst, ist schon seit 8 Jahren tot. Ja, ist auch scheiße. Wir haben das letzte auch beide auch angezockt. Ja. Beide, ne? Ja, das war so richtig. Ey, ich konnte es. Was machen wir als erstes? Ich entscheide es einfach mal. Ja, ja. Offroad haben wir noch nicht gesehen, also los. Rally, oh geil. Gleich das erste Beste gefunden, ey. Ja. Mega nice. Ist auch Rally Raid, ne? Guck mal, Chris Bitcoins. Hast du gesehen? Der gibt Bitcoins. Wow, die sind, das Spiel ist so. Also wenigstens vom Symbol sieht es auch Bitcoins aus. Das Spiel ist so hip, ne? Ja. Ich bin Wade Palmer. Vielleicht kennst du aber 9000 Bitcoins. Wade Palmer? Kennen wir den? Das ist ein echter Mensch? Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Ja, mega cool. Also ich bin aber, The Crew 1 mochte ich ja extrem gerne, weil du quasi ein Auto hattest und du hattest, wenn du ein Auto geliebt hast, dann konntest du es bis komplett zu Ende durchfahren. Weil du halt, ich glaube, ich habe einen Mustang gefahren. Ich habe den Mustang wirklich von Straße bis Hypercar durchgefahren. Ja. Weil du ja immer die umtunen kannst zu Offroad, Straße, Drag, Drift und sowas. Und ich mochte das voll gerne, das war voll geil. Ich, ganz im Ernst, ich habe The Crew, ich habe es mir nicht gekauft, obwohl ich es mir kaufen wollte. Und dann war es im Game Pass drin und dann habe ich es im Game Pass gespielt und habe es sofort durchgespielt, ne? Okay. Sorry, die Grafik, die geiert mich gerade richtig. Ja, es sieht gut aus. Also wenn ihr Forza, das Open World Forza. Horizon. Was Horizon gezockt hat und Grafik geil fand, ich muss sagen, das sieht nochmal deutlich besser aus. Die Umgebung sieht ja richtig nice aus. Und Steuerung ist dadurch, muss man aber sagen, deutlich arcadiger als. Ja, gut, das stimmt. Also Forza hat ja noch einigermaßen eine Simulationssteuerung. Das hier ist ja eher so. Außer man spielt mit Lenkrad Forza. Dann aber man. Oh. Also das sah jetzt gerade voll nach das war real, so. Assassin's Creed Pferdphysik aus. Okay. Das sollte man nicht mit dem Auto wirklich machen. Boing. Also in real wiegt so ein Kaktus halt mal ein paar hundert Kilo, aber kein Problem. Was ich bei The Crew auch noch mochte, was man jetzt hier gerade sieht, die Offroad-Rennen, die waren extrem frei. Und dadurch, dass du ja auch dir dein eigenes Auto selbst getuned hast, konntest du damit überall langfetzen. Das war auch mega geil. Also es hat mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, Offroad fährt sich auch sehr interessant. Das sieht auf jeden Fall optisch richtig nice aus. Ja. Ich weiß nicht, wie sich es gerade fährt. Es, hier. Fahren. Okay. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal wieder Offroad fahren, deshalb. Es ist ein bisschen, ich bin ja gerade die Straße nicht gefahren, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen driftiger. Ich glaube, ich muss übergehen. Oh, okay. Ja. Siehst du, er zieht so ein bisschen selbst einen Drift rein. Aber es ist jetzt nicht übermäßig. Oh, Rampe. Okay, oh, hart verkackt. Hart verkackt! Aber du kannst dich nicht drehen. Das mag ich ja nicht, ne? Wenn man sich in Autospielen nicht überschlagen kann. Das also ich kann machen, was ich will. Ich überschlage mich. Ja, nicht, ne? Keine Chance. Also unser Mate, unser Gegner, nee, unser Feind, nicht unser Mate, ist direkt. Der ist so super schlecht. Der ist der schlechteste Offroad-Fahrer der Welt. Nein, Benny ist voll gut Offroad. Achso, nee, was kann er nicht? Driften kann er nicht. Achso. Na gut, das kann ich auch nicht. Ich kann driften, dafür kann ich alles andere nicht. Ich würde jetzt gleich gerne mal auf der Straße fahren und gucken, wie sich Drift fährt.
Also eben das Auto, also der Porsche hat sich extrem gut gefahren. Ich muss sagen, der Porsche hat sich geiler gefahren als der jetzt hier. Ja gut, oh, aber ist auch okay. Platsch. Ich dachte irgendwie, es wird automatisch wieder wechseln zu irgendwas anderem, ja. Weißt du? Guck mal, da sind Bitcoin-Bugs. Bitcoin, stimmt. Ist, sieht doch echt so ey, aus, dieses oder? Spiel ist so hip. Unglaublich. Neuling, populär bist du gleich. 3200 Follower, guck mal, guck mal. So easy kriegt man 3200 Follower. Du willst hier 100 haben. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Aber hier, ne? X. X war Boost. Es gibt auch noch einen Boost. Ach so, habe ich den nicht benutzt? Nee. Hat das auch einen Boost? Hat es. Hat die das auch einen Boost? Ja, ich glaube schon. Oh, geiler Wahn. Oh, ja. Jetzt bist du dabei. Ja, und scheiß Rallye-Autos sind eh mal. Ich überspringe das jetzt, okay? Ja, das ist die Fresse. Neue Disziplin. Okay. Raids ist natürlich immer noch mal ein bisschen krasser, weil Raids sind dann die richtig kranken Fahrzeuge. Das? Okay, und okay, ich bin schon gespannt aufs Moped, muss ich sagen. Ja. Gratis-Fahrzeug. Mit L kannst du. Ah, okay. Ah, guck mal, wir machen du bist rum. Eine Person, okay. Das ist ja in Ego-Modus. AKTM ist ganz geil. Komm, wir nehmen es. Citroën. Kannst du Probefahrt machen? Kann man hier noch irgendwas anderes sehen? Ne, diese drei Fahrzeuge stehen. Aber Probefahrt. Ja. Hier muss ich auch sagen, die Grafik ein bisschen komisch auf einmal. Also. Okay, ach so, gibt verschiedene auch noch gleich. Kawa? Okay. Aber ja, die kosten Susi? Hier, ne? KTM 450. 23 kostet die. 10, also Leistungsstufe kannst du uns auch gucken. 13. Leistungsstufe 10. Ja, ich will aber wieso ist die teurer, wenn die weniger Leistungsstufe hat? Macht das Sinn? Wie, die hat 13 hier. Die hat 13 und die hat 10. Ja, und die hat 13. 13 und die andere hat auch 13. Aber die hier, das ist eine Red Bull Edition, die sind immer schneller. Dann nehmen wir die. Eindeutig. Ne, können wir gar nicht. Achso, wir können anscheinend nur. Achso, wir können gar nichts. Nicht mal die? Probefahrt. Hätten wir es nicht überspringen sollen. Oh, ich liebe solche Buggies. Achso, ne? Der ganz links ist nur gratis, ne? Das andere muss man halt noch freischalten, ne? Achso. Ja, okay. Dann wir nehmen jetzt erstmal den. Ich hätte ja gern Humvee gefahren, aber ja. Gut. Was ist das jetzt hier für eine Kiste? Red Bull. Ja, das ist ein Red Bull Buggy. Okay. Neue Aktivitäten. Als nächstes machen wir Bikes, oder? Ja, wenn es geht halt, ne? Ja, ich sehe da ein Bike genau in der Mitte deshalb. Naja, ich glaube, du kannst jetzt auch Bike, wenn du mit dem Ding gewinnst. Also die Schnauze halten. Das kann ich leider nicht überspringen gerade. Achso, hä? Was ist jetzt wieder los? Rot. Highspeed Drifter. Oh, das ist meins. Okay. Ich steig noch nicht ganz durch. Jetzt bist du jetzt auf einmal mit dem Fahrzeug da. Ich bin Rally Raid Highspeed Drifter. Was ist das jetzt? Okay. Da verirrt man sich. Du 42, 30, das passt. Fahrzeug wechseln muss nein, ich aber. Nein, nein, nimm doch den. Das ist geil. Los. Wie startet das denn? Rainer. Achso, geht los. Rainer. Oh. Okay, oh, das sieht geil. Oh, Alter, die Grafik. AS Boost. AS Boost, okay. Wegen A. Ja. Oh, Mann. Okay, oh, das hat mich verwirrt. Ja. Also rammen kann man hier nicht? Nee, das war ein Ghost. Ach so. Wir fahren gerade gegen... Ich dachte, Ghost gibt's nur in Halo, aber... Ja. Das ist die Vorgabe. Machen wir auf jeden Fall. Du kannst mit Y öffnen, um einen Test oder ein Event neu zu... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du sollst Y gedrückt halten. Neustart. Ja. Soll ich neu starten? Ja, das ist völlig verkehrt. So. Okay, anscheinend musste ich neu starten aus irgendeinem Grund. Wir haben Chrisel Background. Ja, das ist natürlich unangenehm. Was kann man dagegen tun? Gegen hauen. Warte, da muss man einmal kurz den Filter ändern. So viel Zeit muss sein, meine Freunde. So viel Zeit muss sein. Ich bin gerade hart verwirrt, sorry Leute. Nein. Ich kann euch mal sagen, ach so, sorry, wir waren gerade in einem falschen Dings drin.
Nein. 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 Warte, wir machen das. Können wir mit Krizzle leben? Nee, ne? Nee, das sieht scheiße aus. Okay, hallo, guck mal, das ist unser Greenscreen. Dann mache ich jetzt eben einen neuen Chroma Key für uns schnell. Das geht ja schnell. Wo ist denn Chroma Key? Color Key. Wo ist Chroma Key? Da. Okay. Grün. Custom. Wo ist Pick Screen Color? Ich sehe es nicht. Siehst du es? No. Wird jetzt eine Pipette oder sowas halt suchen. Ja. Das ist jetzt ungeplant Kacke. Oh. Oh. Och Leute. Ich krieg's jetzt gerade nicht hin, sorry. Bei dem anderen ist normalerweise ein Screenpick dabei, aber hier ist. Ich hasse einfach Streamlabs OBS. Das ist einfach das dreckigste Dreckprogramm. Nehmt normales OBS, Leute. Nehmt normales OBS. Ist besser. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt so, wir machen so. Das ist er nicht. Wir haben schon mal ein paar Presets gebaut. Besser aber auch. Ist immer noch krüsselig, ne? Also, irgendwas ist ja noch sehr gut. Kann sein, dass sich gerade die Lichtverhältnisse etwas geändert haben. Und deshalb. Komisch, nur änderst du was völlig wo. Ja. Nein. Nein. Der krüsselt auch. Guck mal, ist das gut? Das sieht auch fein aus. Können wir damit leben? Ja. Oh, never change the running system. Okay. Nee. Okay. Ja, mit Letter. Machen wir hier eben, okay. Du siehst so einen Pixel, grünen Pixel dran. Ja, komm. Wir scheißen jetzt drauf. Ich mach das nachher nochmal neu. Wir wollen das Spiel jetzt zeigen. Ist egal. Komm. Weiter geht's. Zocken. Zocken ist immer wichtig. Dann machen wir einen Win. Du wirst ihn bei der Gegner viel weiter. Hä? Das check ich auch gerade nicht. Haben wir nicht Neustart gemacht? Das war ein schlechter. Oh, meine Kappe liegt hier ja gar nicht gerade. Wie fährt sich ein Buggy? Drehzahlbegrenzer fährt er sich. Okay, aber man kann in der Luft nach vorne boosten. Mit Boost kommst du nach vorne? Ja. Muss ich da durch? Ist das ein Checkpoint? Muss ich da durch? Nein. Ich verstehe noch nicht ganz gerade, warum das hier. Das hieß doch Drift. Wann driften wir denn mal? Da links rum. Komm schneller. Nie eine gute Idee, durch Bäume zu fahren. Wie ich den auch perfekt anvisiert habe. Ist dein Mate vor dir oder hinter, also der Gegner vor dir oder hinter dir? Das wissen wir nicht. Werden wir niemals herausfinden. Der ist rechts von dir, ne? Oh, oh. Oh. Also Buggy fährt sich wirklich sehr komisch manchmal. Es sieht halt schick aus, ne? Ja. Aber es klebt auch wieder ein bisschen zu doll, oder? Ja, es klebt sehr. Ein sehr klebriges Spiel.
Das will ich auch sagen. Ubisoft Physik Engine. Siehst du das? Ja. Na, ich will aber nicht abheben. Das ist auch dieses nicht überschlagen. Das geht mir so auf den Sack, dass man sich nicht einfach brutalst überschlagen kann. Man muss sagen, es gibt echt wenig Spiele, wo sich überschlagen geil anfühlt. Ja. Fühlt sich bei Forza gut an? Nee. Ich glaube, das ist Forza, ist auch ein Spiel. Ja, es fühlt sich, ja. Es kann es, aber es ist halt auch nicht geil. So ein GTA-Umfallen, das ja, braucht man, ne? Stimmt, GTA muss man einfach sagen. Ein schweres GTA. Stück Metall, was sich im freien Raum dreht. Ja, das, also GTA's Crash Engine, die ist auf jeden Fall top. Das kann man, glaube ich, gar nicht gewinnen. Der ist so viel schneller, sein Auto ist auch einfach viel schneller. Aber gerade hast du eine geile Abkürzung gefahren. Du bist du sicher, dass gefickt. Das eine Abkürzung ist? Du hast ihn gerade richtig gefickt. 11 Sekunden vor. What? Also das war gar nicht mal schlecht. Oh, Ziel. Whee. Komm. Komm, du musst noch ein Ziel. Ah, ich bin nicht einmal gedriftet bis jetzt. Was heißt doch Drift Ultimate? Ah. Win. Oh, Schnee? Schnee. Oh, Schnee. Wir sind gerade durch die ganze USA gefahren. Jetzt ist Schnee. Okay, aber so irgendwo noch 100 Grad und jetzt ist es Schnee. Aber es sieht geil aus im Schnee. Ja. Alter, okay. Aber diese Farben und Partikel und das sieht schon alles richtig premium. Ja. Aber ich hätte gerne eine andere Kamera noch. Aber ich habe noch nicht gefunden. Ich habe noch nicht den Knopf gefunden, um die Kamera zu wechseln. Ja, du hast so manche Knöpfe in deinem Leben nicht gefunden, aber. Boah! Es sieht halt männermäßig aus, auch ja, wie dreckig ja. Es jetzt ist, mit dem ganzen weißen Saft da hinten. Bitcoins! 24.000 Bitcoins, jo. Und 5.300 Follower. Ich sag mal so. Boah, das sieht... Boah, Alter. Oh, Scheiße, ey, das ist grafisch. Das ist, Alter, das sieht echt... Der Tag, als mein Bike und ich getrennte Wege gingen und ich mir zwei Rippen brach. Ja, das ist Standard halt. Ein Klassiker. Ist auch so. Klassiker, man springt wieder aus und fährt weiter, ja. Ich verkaufe meinen Hose nichts. Nur das, warum sich später geschehen ist. Da darfst du mir nur durch, wenn du auch in Finnland geboren bist übrigens. Ach so. Ja. Also, ist halt Finnisch, ne? Fahrzeuge. Oder wenn du Geschirrspültabs herstellst. Komm, das ist echt richtig im Nirgendwo. Ey. Aber der ist schon, da muss man richtig drüber nachdenken erstmal. Denn Waschmaschinen leben länger mit Carbon. Ey, ohne Scheiß. Respekt. Oh, okay. Das ist die Foto-App. Okay, die Foto-App, die brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Karte, Leute. Eine Karte. Wisst ihr? Fahrzeuge. Aktivitäten vielleicht? Hier. Guck mal hier. Mopeds. Achso, du brauchst Follower, 15.000 Stück. Ach so. Bobidi Bobidi Bob, Street Race. Achso, du. Okay, da kriegst du 1200 Follow. Okay. Entschuldigung nicht. Nicht egal, verstanden. Egal, ist nicht so schlimm. Wir fahren jetzt noch. Ich muss auch einmal kurz Boot fahren. Und dann bist du auch wieder dran. Boote. Boote, Boote, Boote. Sieht so aus, als wäre ich ziemlich anhänglich bei dir. Ja, aber du musst ja auch ins Mikrofon reinrotten. Geil. Ja, das Boot sieht schon. Boah, guck mal, das hat sogar vier Sitze. Alter, ohne Scheiß. Gibt's das Boot in real? Jaguar Vector, sieht so aus, ne? Sieht so nice aus. Ohne Boah, nach Scheiß. Hinten ziehen ist richtig der Boost. Und Boost Boah, ist Boost. Alter Vater, ey. Guck mal, fahr mal rüber. Also. Okay. Spiel mit guter Boots-Engine. GTA. GTA, ja. Auf jeden Fall. Krass. Dieses Spiel, ja, es sieht geil aus. Es ist ein Arcade. Bootsfahren. Bootfahren, ja. Es ist. Die Steuerung ist halt leider viel zu direkt. Ja. Also, sie haben versucht, sie haben halt quasi die Autosteuerung genommen und eine Sekunde die Delay reingehauen und gemeint, das ist die Bootssteuerung. Der Blick. Ja. Respekt, mein lieber Respekt. Wie schnell ist so ein Boot in real? Also das fährt jetzt 243. Fährt ein Boot in real? Soll ich mal gucken, nach dem schnellsten Rennboot, wie schnell das ist? Ja, okay, es gibt ja diese Ultra-Speedboot, aber so. Okay, eins. Warte mal, ich guck mal. Speedboot Geschwindigkeit. So. Geschwindigkeitsweltrekord auf dem Wasser, das gucken wir jetzt mal eben an. Ich glaube, es sind 500 km/h.
hast den Job. Gehen wir irgendwo hin, wo wir weiter. Ja, aber wenn dann eine Welle kommt, ne, du machst auch 511,13 Kilometer pro Stunde. Was für ein Nerdwissen, dass du das weißt, das 500 Kilometer. Das schnellste Boot der Welt mit über 320 km/h, das ist dann wahrscheinlich Speedboot circa 220 bis 250. Okay. Also, 240, also ja, das ist schon realistisch. Ist schon realistisch, ja. Ich hab's übrigens geparkt, aber ich weiß nicht, ich hab's leider nicht gesehen. Spiel mal weiter. Was jetzt passiert ist? Vielleicht können wir uns ein Boot aussuchen. Das war gar nicht schlecht. Nein, Flugzeug. Oh, vom Einzwagen! Vom Einzwagen, ey, ohne Scheiß, ey. Mach weg, diese Kasse. Spiel gedrückt halten, ja. Neue Disziplin. Powerboat. Ja, okay, jetzt haben wir Powerboat freigeschaltet. Ja. Bevor man kommt ganz zum Schluss. Da kann man das in der Closed Beta alles freischalten? Ich glaube ja. Okay, also mach mal Probefahrten in Form 1 Wagen. Du kannst auch mit allen Probefahrten machen. Ganz rechts steht er. Jetzt links. Guck mal da. Okay, Alter, okay. So, Probefahren. Okay. Du kannst sie einfach einsetzen. Nein. Ja, ich dachte es ist Boost B, aber es war ein. Nee, okay, ah. Ey, das sieht ja mega nice aus, der ja. Boost. Hier, ich muss ja Lenkung checken. Aber die Grafik ist. Oh, guck mal, die Grafik, ja, die mit Grafik an. Ist geil. Sieht schon gut aus, ne? Ja. Man kann driften mit einem Form-1-Wagen, falls du das noch nicht wusstest. Aber die, guck mal, die Reifen an. Die Reifen sind auch leicht abgefahren jetzt, weil Alter, du so, so einen Drift gemacht aus, hast, ne? Alter, 360? Komm, jetzt sind die Reifen wieder rund gefahren. Bremst nochmal einen Platten rein, bitte. Nee, so drift mal und mach mal so einen Driftplatten da rein. Ich will nochmal die Reifen sehen. Ich versuch's. Da, guck mal, da ist doch, die nutzen doch schon ab. Wie hast du das gerade gemacht beim Drift? Ich hab Gas gegeben einfach. Da, guck mal, siehst du, guck mal jetzt ja, okay, mit die Hinterreifen an. Aus. Und jetzt fahr mal ganz normal, bitte. Warte, ich hab nur so und so viele Sekunden Zeit. Egal, ich weiß auch. Okay, fahren wir auch mal. Das ist mega geil. Ja. Oh, okay. Oh, was ist das denn? Alpha Mark II Prototyp. Okay, ja, nimm den mal. Komm. Nimm. Kann ich nicht. Achso, doch, aber steh auswählen. Da passiert nichts. Und Filter. Sieht echt gut aus, ne? Ja. Okay, ist aber nur eine Stufe drüber, also alles gut. 278, 79. Ja. Okay, aber X für Pro. Oder warte mal. Mach so. Hm. Dann mache ich auswählen. Dann drücke ich wieder B. Was passiert dann? Ah. Robert, gehackt. Ich habe das Spiel gehackt. So funktioniert Hacken, Leute. Mal so. Proof bei Informatik. Der Sound ist eigentlich ganz geil. Wir sind zwar ein bisschen leise unterwegs. Also sieht sehr komisch aus, das Auto. Ja. Sieht aus wie ein überdimensionaler Roboter. Aber so ähnlich sollen ja die Zukunftsformel 1 Wagen aussehen, ne? Ja? Ja. Wie schnell fährt der? Der ist nicht so schnell. 314? Ja. Mal Boost gegeben? Ja. Lass ihn jetzt nochmal laden. Okay. 50, 60. Ich sag mal, mit Boost kommen wir auf 400. Wird voll, glaubst du? Ja. Aber ich glaube, der andere fühlt sich besser. Ja. Kannst du ja jetzt testen. Okay. Aber ich gehe erstmal Gas. Ich gebe jetzt alles mit. Okay, aber 970, 80 und Vollgas. Ne, jetzt wird 360 ist Max. 67, ne? Weil ja, ja. Okay, ich muss sagen, der andere fühlt sich ein bisschen dynamischer. Können wir jetzt einmal kurz gucken, ob es eine andere Kameraeinstellung gibt? Ach, sorry. Steuerung. Ne, Tastenbelegung, da. Irgendwas mit Kamera vielleicht? Abbrechen, Nitro, Kamera wechseln, Kamera. Rechts. Rechten Stick reinklicken. Ne, Kamera, Steuerung. Was war das? Ne, rechter hier. Rechter da. Ah!
Guck mal, das wollen wir, meine Damen und Herren. Das haben wir gesucht. So, jetzt frage ich mich natürlich, ob man mit einem Playseat spielen kann. Ich glaube, das würde sehr verwirren mit einem Playseat. Ja. Hat schon sehr Controller ausgelegt. So, jetzt will ich aber einmal gucken, wie der Formel 1-Wagen von innen aussah. Wie ist denn jetzt, welcher hat sich besser gefahren? Formel 1, definitiv. Viel besser. Sieht meiner Ansicht nach auch irgendwie geiler aus. Aber ich muss sagen, keine Innenspiegel. Ah, oh, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also schwerer Vergehen, also das war, ich glaube, Formel 1 2001 hat Werbung gemacht, jetzt mit echten Innenspiegeln in HD-Qualität. Also das ist mittlerweile meine schon. Also das muss Standard, das ist Standard, muss Standard sein, ja. Keine Innenspiegel ist schon... Auch 360 übrigens. Okay. Aber fährt sich ein bisschen dynamischer, ne? Ja. Oder auch offen. Ja. Geiler. Man muss drücken im Gesicht. Ich will nicht, ich will wissen, wie fühlt sich das an 360 km/h Wind in die Fresse? Geil. Kriegt man den überhaupt ab, weil das Ding ja so aerodynamisch ist? Ich wette, über dir ist ein toter Punkt. Ja, ne? Ja, ich glaube, da kommt gar nichts an. Ja, auch 360. Okay, dann gucken wir jetzt mal kurz bei diesem AMG-Dings da rein, würde ich sagen. Oder Flugzeug? Flugzeug bist schon geflogen, ne? Geiles Hypeis. Ja, was haben wir denn hier noch? Achso, Skyline? Ja, auch ganz geil. Der Skyline als GT war Ford GT. Ja, das ist auch mein Freund. Mega geil, stehe ich voll drauf. Ja? Ja. Wir sind Mercedes-lastig. Berlin? Ja. Ja, da. Ferrari. Oh. Boah. Und den nehmen wir. Ey. Boah, der sieht echt gut aus. Auch gleich direkt geiler Sound. Natürlich deutlich langsamer. Gerade so 300. Also sieht von innen halt ganz schick aus. Aber was mich auch hier nervt, ein Innenspiegel hat er. Der Innenspiegel funktioniert. Ja. Gehen wir mal rein. Innenspiegel aber nur. Die außen nicht. Guck mal, außen geht nicht, aber innen. Nee, ist auch. Doch, du siehst da. Halt in scheiß Qualität. Doch, außen auch, aber ein richtig dreckiger Drecksqualli. Das ist halt so ein Pixel. Wie dumm sind? Ich habe jetzt in der Zeit durchgedriftet. Hat der Praktikant programmiert, ne? Ja. Sehr geil. Ja, kann man mal kurz. Also kann man mal kurz testen. Den hier? Ja, mach ruhig. Ich habe X gedrückt für Handbremse. Okay. Den habe ich quasi, genau. Okay, aber der Wagen ist irgendwie nicht. Adrift muss man noch mal gucken, wie man das hier macht. Ich wette, es gibt spezielle Driftwagen, die haben auch eine andere Physik da. So wie bei Need for Speed Underground 2, weißt du? Physik. Wo das einfach ein komplett anderes Spiel war auf einmal. Das war geil. Ja. Drift war mega nice. Macht's auch mega gerne. Okay, also jetzt gehe ich Gas. Jetzt gleich in den Drift rein. Ich versuche zu driften, aber irgendwie... Doch, du driftest, aber es sieht nicht nach Drift aus. Ach so. Du merkst auch, wie er... Stimmt. Es macht auch Qualm, wie die Riebes, aber... Das ist schick. Boah, Alter, sieht geil aus. Okay, sollen wir nochmal bei den Flugzeugen reingucken? Vielleicht gibt es da ja auch noch andere. Wie machst du das? Warte mal. Also ich klicke einfach auf A. Oh. Kannst du da auch ein anderes Modell auswählen vielleicht? Ja, ich hätte auch. Ich finde die ein bisschen zu alt. Ja. 20 Jahre. Einfach A drücken, genau. Okay. Und dann gucken wir mal, ob es hier andere gibt. Aber. Oh, guck mal, so ein Doppeldecker. Finde ich ja schon mal ganz geil. Machen wir ganz links erstmal. Achso, okay. Okay, einen nach rechts, dem ist er geflogen beim Start. 100, glaube ich. 104, ich will mal schnellste. 141 ist bis jetzt der schnellste. Okay, merke ich mir, der schwarze. Oh, guck mal das dicke Ding an. Alter. Sieht mega nice aus. Hat irgendwie Bock drauf, ne? 340 km/h. Wie schnell ist der? Keine km/h. 1470 PS, der andere hat 800 PS.
Und der ist fett. Und machen wir einen rechts? 1620. Ja, das ist nochmal ein bisschen schneller. Das ist noch schneller. Das ist so eher ein Jet-Style. Okay, den nehme ich. Quasi noch ein Jet, aber mit Propeller. Genau, einmal A drücken, dann B und dann X. Probefahr. Mach Propeller aus. Und Boost. Ich nehme Propeller aus. Achso. Und nach unten. Oh ja, passiert. Funktioniert. Was? Landed like a boss. Ja, also so. Aber sieht geil aus. Also optisch sieht top aus. Start einfach mal. Ups, ja, okay, GTA Start, ja. Einfach ein Meter. Ach scheiße, falsche Taste. Ich will immer B, ich weiß nicht warum, aber ich will immer B drücken. Wegen Boost. Ich bin ein Opfer. X. X wegen Probefahrt. Ah, okay, ja, geh mal rein. Oh, das sieht geil aus. Das guck mal. Okay, kein Kopf, aber brauchen wir auch nicht. Aber das sieht echt gut aus. Guck mal. Alter, guck mal, was der für kranke Anzeigen hat da. Das sieht gut aus. Ich stehe ja voll auf Fliegen einfach. Das fühlt sich auch geil an. Oh, ey, ohne Scheiße. Flieg mal über Wasser, bitte. Okay. Und dann aber so kopfüber, weißt du, dass so quasi. Ist das hin? Oder fliegt der nicht über Kopf? Durch die Brücke. Ich hätte es einfach probiert, also. Ja. What? What the fuck? Habt ihr das zufällig gesehen, was hier gerade passiert ist? Das Ding hat schon Power, ne? Ja. Warte, ich muss das nochmal kurz machen, aber, was da gerade passiert ist. Ja, es fliegt sich eigentlich, also ich finde, es sieht geil aus. Ja. Also wirklich Optik. Also ich habe so gemacht und dann habe ich einfach so gemacht. Aber das sah im Cockpit mega krank aus. Mach wieder Cockpit View. Liegen jetzt in Track. Okay. Okay, wenn du das schaffst, finde ich geil. Donk. Hält. Ja, also noch nicht ganz. Ich glaube, der Formel 1-Wagen wäre schneller. Ja, glaube ich auch. Viel schneller. Ich fährt ja mal gerade 300 hier. Achso, man kann ein bisschen Geschwindigkeit einbüßen, wenn den Winkel ein bisschen verändern, wenn du so ein bisschen vom Gas gehst. Nee, ich will mal verfolgen. Okay, jetzt müssen wir den Fetten noch einmal fliegen. Ja, okay. Versuch dir auch den Track zu fliegen. Okay. Nein! Aber es geht schnell, also ohne Ladezeit. Ja, ey, das ist gut, das ist wirklich gut, ja. Für Leute, die sich schnell verklicken, so wie wir. Und es gibt keine Fragen, wollen sie wirklich das Fahrzeug aber annehmen? Guck mal bitte kurz an, wie der aussieht. Das ist ja so lustig. Das ist ja echt nice, ey. Gibt's das denn echt? Oh, guck mal. Ja, gab's wirklich. Ja, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Das sieht ja mega nice aus. Das Ding besteht auch einfach nur aber aus... Aber schnell, 320. Alter. Kann das sein, dass es ein bisschen dynamischer ist als das andere? Viel krasser, ja. Ah, das war fein. Ah, fliegen kann ich, fliegen kann ich. Da kriegt das Wasser. Flieg durch die Brücke. Okay. Das ist halt ein bisschen fett, aber das schaffst du schon. Easy! Oh, nice. Und mit so einem Splash auf dem Wasser sieht auch gut aus. Was machen wir nochmal? Ah, nicht ganz! Oh, 3 Sekunden, ich glaube, das schaffe ich nicht. Egal, mach nochmal. Der fliegt sich mega witzig. Vor allem, guck dich mal bitte kurz im Cockpit um, wenn du das kannst. Ja, kann ich. Guck mal nach unten gleich. Das macht keinen Sinn, ne? Weil da ist voll viel Gestänge, siehst du das? Du sitzt quasi oben so, ach so, drin, weil der ist, weil das ist so hoch. Ich kann leider halt nicht. Ach, guck mal so. Ja, ja, ja. Ah, okay. Mal Gas 0%. Mhm. Aber man kann immer auch, also wir fallen nicht. Also macht Spaß. Ich finde den noch geil. Der ist auch besser als der andere. Was schaffst du noch zu kriegen?
Ja, Misha, folgt jetzt den Dullis. Vielen, vielen Dank für den Follow. Du bist geil. Wir lieben dich. Okay, ich glaube, wir werden es schaffen. Ja, Misha, bester okay. Mann ever. Love, double dick. Oh Gott. What? Was hast du denn gemacht? Ja, ich wollte es. Ich war nur. Krass. Okay. Einfach probieren. Probase. Auf Spanisch. Probace. Okay, haben wir noch irgendwas stehen? Nee. Aber wir obwohl, warte, hier, vielleicht gibt es noch andere Boote. Stimmt, oder? Vielleicht so ein Ultra-Speedboat. Geh mal rein. Aus waren nur zwei. Okay, cool. 336, 125, Ultra-Slow. Boot. Fast 300. Aber wir sind 240. 120. Den sind wir gefahren. Und den das bist du am Anfang gefahren. Ja, ne? Ja. Okay, da sind wir alles gefahren. Oder? Du bist doch den mit den Doppelbahn. Ja, hier. Doch, den. Ja, den. Der war geil. Sieht schon geil aus, ne? Ja. Guck mal, weil du kannst nämlich auch wie bei GTA, wenn du nämlich den Stick nach vorne drückst, dann drückst du den Bug ins Wasser, weißt du? Und wenn du es nach hinten ziehst, dann ziehst du den Bug nach aus dem Wasser. Da guckt irgendwas aus dem Wasser raus. Oh. Okay. Siehst du? Ja, okay. Aber es sieht echt schick aus. Was kommt raus? Ja, die Brücke, da fahren so Fahrzeuge in der Luft. Ach so, ja. Und jetzt die Brücke da. Da hinten fährt das auch noch. Und da kommt ein Vogel. Ja. Ey, grafisch ist das schon... Ist halt nicht Schnee auf Schniefswasser. Das ist ja das krasseste Wasser, aber echt lecker, ne? Ja, Boot halt. Immer rechts lecker? Ja. Warum? Weil das ist so, Steuerbord ist immer rechts. Backbord ist immer links. Backbord war links die Küche war. So. Und rechts das Steuer. Das hätte mir jemand erklären wollen. Hab ich dir erklärt, als wir Sea of Thieves gespielt haben. Ja? Ja, mehrmals. Und ihr gesagt habt, weg links oder rechts, nicht Kackbord und Kackbord. Das klingt nicht nach mir. Jetzt Truck fahren. Okay, Ja, wir wollen jetzt woanders hin. Wir wollen endlich jetzt Moped fahren. Ja, ich weiß doch auch nicht, wie das hier funktioniert. Weißt du, Vorschlag, ich gehe jetzt aufs Klo, dann sehe ich ein Motorrad. Ja, okay, ich ja, in der Zeit... Ich versuche nicht, meinen Stuhl zu fahren. Doch, recht. Genau. Du kriegst das schon hin. Einstellung? Nee. Ach Mann, wo ist denn das jetzt hier? Verlassen? Okay. Geil, man kann sich so ein bisschen... Huch? Ah, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich wollte mich mal über das Auto informieren. Dieses da. Haben Sie vielleicht... können Sie mir dazu was Genaueres erzählen? Toren! Was musst du dir angucken? Ich werde es dir noch genau mit dieser Story jetzt zeigen. Wer bist du denn? Nee. Ich wollte mir dieses Auto hier ansehen. Okay, setz dich hin. Ich muss dir jetzt was zeigen. Wir gucken jetzt hier raus. Wir gucken jetzt hier raus. Oh. Hast du Luft mitgebracht? Ich hab das extra mitgebracht hier. Komm hier. Von der Toilette von dir. Oh, krasser Fuhrpark. Guck mal, der BMW da, den gucken wir uns jetzt mal an, oder? Guten Tag, Madame. Ich würde gerne mir diesen BMW dort angucken. Sie wissen schon, den hier. Und der steht genau hinter Ihnen. Könnten Sie mir den vielleicht zeigen? Ich meine natürlich diesen BMW hier, den. Verstehen Sie? Guck mal, so groß bin ich. Das ist ja mega geil. Hallo. Oh. Guten Tag. Ach so, hier, Entschuldigung, ich meine natürlich, was? Hier, dieses Auto dort. Dieses da.
Und Scheiße, weiß? So geil, den gibt's ey. Nur in weiß? Oh, das ist natürlich ein interessantes Gespräch. Aber die sieht echt in der Mitte besser aus als oben. Ja. Kann man mal eine heiße, also kannst du mal die Karte wechseln zu einer heißen Frau? Was? Du musst die Karte, du musst woanders hinfliegen und dann zu einer heißen Frau fahren. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, du musst das Fahrzeug wählen. Das Boot. Nimm das Boot. Ja, ja. Jetzt geh zum Boot. Mach auswählen. Ja. Jetzt nimmst du das Boot, wo auswählen gratis steht. Jetzt drückst du auf auswählen. Jetzt oh, du bist so schlau. Du bist ja so schlau. Krass, ne? Oh. Und ich versuche hier eine halbe Stunde lang rauszukommen. Guck mir nur Brüste an. Ja, jetzt sind wir hier wieder in der freien Wildbahn. Neue Aktivitäten. Falls du es noch nicht bemerkt hast, jetzt können wir Videos ich will jetzt. Ich will gerne geile Sachen machen. Das kann nicht so schwer sein, dass wir es nicht hinkriegen hier. Ja, ist ja gut. Aber wir haben schon viel gesehen. Wir haben wirklich schon viel gesehen. Ist eine gute Klaus-Beta. So, was haben wir denn hier? Prüfung, Boote. Vegas, Los Angeles. Street Racing. Mercedes-Benz X-Class Rally. Nee. Überdamm Powerboat. Freestyle-Prüfung. Aber da unten, da, der da, 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 da gibt es doch... Offroad-Headquarter. Ja, ach so, aber warte mal, beitreten. Auswählen. Okay, so. Da ist man da, ne? Dann ist man jetzt da. Und dann gehen wir nochmal zu den, Muppets, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Sagen auswählen. Ich wette, bei einem Street gelöst, können wir auch dann Street-Muppets fahren. 145. Okay, ja. Wir nehmen die hier. In Orange. Mit okay. Fell. Du hast nicht genug Kohle. Ja, ja, wir müssen ja auch zurück und dann... Gut. Zurück. Das heißt, ist es jetzt ausgewählt und wir x'en jetzt. Geil. Okay. Im Schnee. Verstehe ich. Ja, auch auf Hemd auch einfach. Ich frag mich, ob in der Wüste es überhaupt schneiden kann, aber... Okay, also... Okay, aber man kann wirklich machen. Guck mal, das war so ein richtiger Street-Style-Call. Ja. Oh! Das so. Okay, das ist wie die... Warte mal, wie nennt sich das politisch korrekt? Schwarz. Nee, Afro... Maximal Pigment. Ja, genau. Wie in den USA. Wie immer so auf der Straße fahren. Weißt du, Trump-Supporter. Ja, genau. Die Trump-Supporter, die mit Wheelies und die Pfoten unten und so. Ach so, ja. Da gibt es auch so YouTube-Videos. Ja, stimmt. Guck mal, aber... Okay, ja, so sieht das aus. Ey, das ging doch noch. Auch nicht, was er hat. Guck mal da, hast du gesehen? Nice. Einmal muss ich noch. Dann bist du ja dran. Okay. Du hast auch nichts getestet bis jetzt außer Wheelies. Was braucht man sonst? Das sieht aber, der sieht top aus. Das sieht gut aus, ne? Das ist, ich freue mich schon so auf Ride. Oh, Ride 3 wird richtig ohne geil. Ohne Scheiß, wir werden das so suchten, ey. Das kaufe ich mir instant. Das bestelle ich vor für Xbox. Ja. Xbox, ja, ne? Ja, ich würde schon auf der Xbox. Jetzt wird's ja auch gut. Ride 2 haben sie ja ein bisschen verkackt auf der Xbox, leider. Ja, da haben wir auch legendäre Rennen trotzdem gefahren. Boah, das ist Ride so 2 hat mega Spaß gemacht. Ohne Scheiß, geiles Game. Oh. Ja, so fährt sich ein Motorrad. Also Leute, genau so fährt sich ein Motorrad. Genau so fährt man ein Motorrad. Also wenn ihr einen Berg seht, genauso einfach Vollgas drauf. Ihr kriegt auch immer weißen Schleim ab, wenn ihr durch Schnee fahrt. Ja, warum kriegt ihr weißen Schleim ab, wenn ihr durch alles macht? Aber mein Hintern! Was will ich denn jetzt? Oh, richtig weit weg ist. Okay, also... Auf einer Skala von 1 bis Scheiße, wie geil ist es? Halb Scheiße. Aber es fährt sich zum Beispiel, also ich finde, es fährt sich besser als die Formel 1 Wagen, weil es mehr Spaß macht. Es kommt mehr Spaß rüber. Und es sieht auch kranker aus, weil es passiert mehr, siehst du? Du siehst ja auch den Kerl und so. Du hast es nicht benutzt, ne? Nee, komplett vergessen. War so bei ein... Alter, aber ey, das soll nicht so viel aufgehen. Da geht noch. Würde Valentino Rossi so früh aufgeben, hätte er keinen Weltmeistertitel geholt. Halt ihn mal.
Ja, ich will ja. Ich habe gerade habe ich es geschafft, so ganz leicht. Genau, so. Aber ja, dann darfst aber du nicht mehr. Da musst du einfach gehen lassen, weißt du? Das ist geil gewesen. Nee, der war zu früh. Der war echt zu früh. Der ging noch. Guck mal, easy. Das ist top gerade. Ja. Ah, der Strauch, ja. Aber voll unrealistisch. Ein Strauch. Okay, ich teste nochmal kurz die normale Physik so. Okay, Knee-Down. Ja, das ist Supermoto. Ja, macht da keinen Knee-Down. Aber hat er bei dem ersten The Crew hat er das auch gemacht. Bei Supermoto Bein raus und bei. Ja, Knee-Down? Ja. Vielleicht gibt's noch Straßenbikes. Ja, yeah, deswegen wollten wir Straßenheadquarter das mal gucken. Ja. Okay, also, kann man hier. Wollen wir noch einen Rallye-Wagen fahren? Das sieht geil aus. Ja. So. Ey, ohne Scheiß. Also, es sieht wirklich top aus. Wenn ich schon mal ein Video gemacht habe, das sieht wirklich genauso aus. Ja. Also, Motorradfahren von der Optik sieht echt wirklich sehr ähnlich. Genau so, so sieht's aus. So. Genau das habe ich schon ganz oft erlebt. Das ist hier toller Mann. Ja, einfach nur wichtig ist dabei immer den Lenker festhalten, so wie er. Ansonsten fällt man halt hin. Ja. Okay, mach mal Rallye-Wagen. Ich will mal Rallye-Wagen sehen. Wer steht denn hier so rum? Mach mal die Kamera. Okay. Das, den Part überlasse ich dir. Und hier ist. Und du kannst es nicht groß machen, wenn du so machst. Design so von hinten gefällt er mir besser als. Ja, echt, viel mehr Arsch. Egal, Rallye-Wagen. Achso. Rallye-Wagen bitte. Aber den wollen wir nicht. Kannst du drin. Mach mal auswählen. Total. Abu Dhabi. Vielleicht Mini dabei oder Focus? Alles dabei, weil wir gehen. Alter, da ist echt alles dabei. Okay, also Focus. Nee. Machen wir nach ganz rechts. Wenn dann nach ganz. Ich bin ganz links. Achso, gehen wir alles durch? Ja, okay, jetzt kommen wir hin. 160 PS, weiter. Ja, okay, machen wir mal ein bisschen schneller. 190, 425. Da sind wir schon. Boah, das ist natürlich auch ein geiler Rallye-Wagen. Aber machen wir weiter erstmal. Okay. Nix, 326. Die Rallye Edition von Camaro, okay. 470, 470. Dieser nix, Mini, nix, sorry. 80. 600. Ja, den nehmen wir. Oh, ah ja, okay, ja, ist auch Fokus. Achso. Genau, B und Xi. Leider mache ich die Strecke gar nicht. Nee. Ich komme mit weißer Wüste einfach nicht klar. Fährt sich aber sehr gut. Also fährt sich bis jetzt von den Autos am geilsten. Das ist meistens so, dass. Oh, Alter, sieht Alter. Das geil aus! Alter, sieht das geil aus! Ey, das fährt sich auch extrem gut. Pink Lee feiert the Pornhorn. Ja, geil, ey. Vielen Dank. Für jetzt da feiert es ein Porn. Moin, was geht ab, Pink Leo? Ey, ohne Scheiß, ist extrem nice. Sieht so krass aus, Alter, oder? Sieht so gut aus. Ich finde, das fühlt sich nur geil aus. Ohne Scheiß, du kannst die ganze Zeit rumdriften. Ich will auch. Und du kriegst die weiße Soße. Aber mach es. Okay, fast Überschlag. Ja. Das ist mega die Challenge. Versuchen, einen Überschlag bei The Crew 2 zu schaffen. Ey, das sieht so geil. Aber ohne Scheiß, grafiktechnisch, Bombe. Wirklich, also, da schmelzen die Augen von. Muss ich sagen, ist bis jetzt das spaßigste Fahrzeug. Ja. Was geht ab, Paint Lee? Schon The Crew 2 gezockt? Ich stehe ein bisschen mehr auf die. Wenn hinten Kamera, dann die Wegkamera, ne? Achso. Bisschen weiter. Ich fahr mir die Strecke hier einfach mal ab. Geil. Geil, ne? Ja. Erster Drift, denkt man sich gleich so schon so, das bringt Spaß. Das bringt Spaß. Oh, das ist echt top. Ey, das ist bis jetzt das beste Fahrzeug im Spiel. Aber Rallye ist auch einfach geilste. Ja, ich muss auch sagen, das beste Spiel, was ich mit deinem Playseat gespielt habe, ist jetzt die. Dirt. Ist das Dirt? Einfach Rally? Nur Dirt gewesen, ja. Ja? Ja. Das war Dirt? Ja, ja. Und jetzt? Oh, das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist durchgespielt, Game Over. Müssen neu kaufen. Was hat Paint Lee geschrieben? Guck mal im Chat. Aber sieht echt nice aus. Nee, eigentlich sind Autorennspiele nicht so meins. Wollten wir aber das jetzt mal angucken. Ja, ja, also gut. Also man muss dazu sagen, man kann ja auch fliegen, man kann Bike fahren, man kann Boot fahren. Also es ist wie GTA ohne Rumrennen und ohne Gewalt. Ja. Aber ja, okay. Aber man kann nicht kaputt gehen. Und eine bessere Grafik.
Viel bessere Grafik. Also halt, ich muss sagen, was mich an dem Spiel am meisten stört, ist, dass der kindgerecht gemacht ist. Es ist halt so ein bisschen zu knuddelig. Ja. Weißt du, was ich meine? Also die sollen ein bisschen mehr auf die Pump... Oh, oh. Boah, guck mal. Boah, ohne Scheiß. Will ich nochmal gerne fahren, eine GS, ne? Komm, machen wir jetzt. Was haben wir hier noch? Ein Monster? Letztens, ja, Monster. Alter, guck mal, wie das aussieht. Das sieht mega nice aus. Komm, wir fahren jetzt erstmal GS. Ich wäre letztens fast nach Italien geflogen und hätte mir ein Motorrad ausgeliehen, ne? Weil wir sind jetzt 25. Jetzt können wir endlich fette Maschinen ausleihen. Ich hätte es fast gemacht, wäre nach Italien und hätte mir so ein scheiß Ding geholt und durch Italien geballert. Ja. Einfach alleine. Aber guck mal, also ich würde mir nie so ein Ding kaufen, ne? Aber es sieht schon geil aus, ne? Man ist schon mega bossmäßig auf dem Ding, ne? Ich find's super. Also ich finde, GS ist ein geiles Bike. GS ist wirklich ein geiles Bike. Also wenn so einen komischen Reiseschuppen, dann das Ding. Ja. Bin gerade echt in so einer Zockerloch, weiß nicht, was ich zocken soll. Das sieht gerne schon ganz gut aus. Vielleicht probiere ich mal aus. Ja, du, also ich kann es wirklich nur empfehlen, das mal ausprobieren. Wenn du in einem Zockerloch bist, kann ich auch empfehlen, kauf dir einfach mal den Game Pass. Es gibt ja gratis den Game Pass für 2 Wochen. Und dann probier mal Sea of Thieves aus und State of Decay. Das sind ja alles Spiele, die sind ja gerade neu rausgekommen. Und die kann man ja mit dem Game Pass zocken. For free. Alles. Ich merke gerade selber, dass ich auch voll in so ein Zockerloch bin. Ja, aber ist doch nicht so schlimm, also... Ich habe nur Fortnite in letzter Zeit gezockt und das war's, ne? Aber guck mal bitte, den Turn, guck mal, wie das aussieht. Es sieht geil aus. Es sieht wirklich gut aus. Also, optisch, hier, guess. 1A, Steuerung kommt halt auf das... Ja, der kostet 9,99 kostet Game Pass im Monat. Aber wenn du noch so nie Game Pass benutzt hast, dann kannst du... das einmal aktivieren und bekommst instant 14 Tage kostenlos. Also du kannst schon 14 Tage kostenlos so testen. Dafür musst du auch nichts machen, dafür musst du nur in den Store gehen und das einmal aktivieren. Es gibt auch genug diese Gratis-Aktionen, so ein Monat 1 Euro oder sowas mal. Ja. Gibt's das noch? Ja, ich hab auch, ich glaube, ich habe noch einen Monat Game Pass, ehrlich gesagt. Giveaway, ja. Oh, Sad. Wow! Airhorn, was ist der Airhorn nochmal? Ein normales Airhorn ist einfach nur nö und ein Pornhorn ist nö. Boah, weißt du noch auf der Meisterschaft das Dauer-Pornhorn? Oh, Alter, wie die ausgerastet sind. Jedes Mal, ey. Wie findest du GS? Finde ich ganz geil, aber ich müsste mein Moped irgendwie auf einer Straße fahren. Lass mal kommen, wir gehen jetzt mal zum Street Racing und gucken, ob da Straße. Wie man jetzt hier rauskommt, I don't know. Partybus 424 schreibt Servus. Ja, Servus, was geht ab? Nimm mal ich sag mal ganz frech, moin. Folgt jetzt in Dullis. Paint Lee, danke für den Follow. Mega nice von dir. Dafür gibt's 4 Daumen. Aber manche sehe ich auch wie so der letzte Spasti einfach mit Controller. Chaoten Leo ist auch am Start. Partybus, was geht ab? Ja, das hier fragen wir uns alle. So, Digga, wie komme ich jetzt hier? Ja, wähl mal bitte aus den Rallye-Wagen. Und dann gehst du noch ganz links. Ich glaube, da war ein gratis bei. Okay. Nee, doch nicht. Dann musst du zum Buggy gehen. Der Buggy war gratis. Ja, ne? Ja. Da, wo das vordere Bike ist, bei der GS. Wie ich hier rumkämpfe. Wie dumm das auch aussieht. Der hier ist eigentlich krass. Das ist The Crew 2, Partybus. Ja, das ist The Crew 2. Bist bei Crab geflogen? Der Ford ist schon echt krank. Bist bei Crab geflogen? Crab? Ich nicht. Egal. Wir sind auf jeden Fall schon geflogen, ja. Ja, wir sind, und, geflogen. Wir sind eigentlich alles schon geflogen. Wir sind alle Flugzeuge durch. Nee, 2. Nee, wir haben den... Wir haben alle Flugzeuge durch. 2. Wir haben als Mission gehabt jetzt erstmal... Guck mal hier. Oh, kann man auch Rollstuhl fahren? Ja. 1000 PS. Wie geil ist das? Und Boost auch. Ey, ein geiler Alter. Ein 5. Ist ein Alter? Das ist ein E92, oder? Ja, ne? Ich meine, das war ein E92. Schon. Oder wo ist er? Achso, ein anderer Streamer. Ja. Schade. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Crab kenn ich nicht. Ich kenne nur die Dullis und das sind und die. Und wir sind auch Crab. Also, aber, so viel kann sich das nicht nehmen. Ich kann empfehlen, The Crew 2 wirklich... Wenn die Open Beta, es kommt hundertprozentig noch eine Open Beta, wir sind gerade in der Closed, hat Ubisoft bis jetzt immer gemacht. Erst eine Closed und dann eine Open. Nee, ist leider eine F-Serie von M5. Ah, schade. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wenn die Open kommt,
hundertprozentig ausprobieren. Muss man testen. Möchtest du fahren? Ich fahre jetzt Straße. Wir sind voll das süße Pärchen, hast du gesehen? Ich bin auf jeden Fall die Frau. Also, ja. Du hast auf jeden Fall die... Mach mal bitte so. Alter, das ist abnormal. Ey, ohne Scheiß, du musst Straße fahren. Ich habe sich nur so miteinander verkanten, bitte. Ach, jetzt weiß ich, was endlich hinter mir ist. Die Anzeigen. Ich habe mich immer gewundert, was für eine komische Scheiße hinter mir ist. Hä? Ach so, und ja, du guckst ja, die ganze Zeit. Nein, ich habe hinter dir keine Karte aufgebaut, mein Freund. Ich was ist hinter mir? Ist jetzt so dumm. Ich bin zur Schule gegangen. Das war ein schöner Drift, oder? Ich finde, den aber fühlt sich gut an. Ja, oder? Fühlt sich sehr gut also an. Ohne Scheiß. Auch wenn es ein Porsche ist, fühlt sich sehr gut an zu fahren. Also, was sie hinbekommen haben, Rallye-Autos und ja. Straße. Rallye-Auto, Straße und Bike, muss ich sagen. Fühlt sich zwar unrealistisch an, macht aber Spaß. Wir müssen, wenn wir damit durch sind, können wir bestimmt ein Bike für die Straße mitnehmen. Ja. Und da will ich mal Ducati fahren oder sowas. Ducati? Sorry, ich habe gerade die Kameras durchgewechselt. Ich wollte einmal gucken, wie die Kameras aussehen. Eine Sache, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Ja, sag. Das ist ein Porsche GT3 RS gegen ein Ford Focus RS. Ich will jetzt den Ford Focus nicht degradieren, aber... Oh, sorry, Leute. Was baue ich hier gerade für einen Crap zusammen? 67%. Ich mache das nochmal kurz neu, okay? Ja, das liegt auch an unseren komischen... Warte, wo kann man nochmal neu starten? Gedrückt halten, ne? War ja, das? Genau. So. Und dann wieder ein bisschen länger drücken. Weißt du doch. Ja. Ich habe lange gedrückt halten, weißt du? Ey, dieses mit dem lange gedrückt halten. Zu kurz geht nicht. Was haltet ihr von Pornos? Ja, braucht man auf jeden Fall. Ohne die Pornos wird es deutlich mehr Krieg geben. Glaubst du, wegen Pornos mehr Weltfrieden? Das wäre eine These, die könnte man einfach mal so aufstellen. Warte mal, ist in den in den religiösen Ländern, wo es richtig Hardcore-Religion ist, würde es da for free Porn geben? Weiß nicht. Meinst du? Meinst du, es gäbe kein IS, wenn es Pornos in dem Land gibt? Deswegen demonstrieren die. Das ist nur eine Demonstration für Pornos. Ja, und die glauben das nicht. Die werden halt nicht ernst genommen, weil das kann nicht sein, wieso sagen wir wegen Pornos? Oh Mann. Dabei, was wir in einem Luxus leben mit Pornhub und die sind nur neidisch auf uns. Ah, scheiße. Ich finde, das ist eine gleich sagen sollen. Also außen, innen, außen, als Rennfahrer kennt man auf jeden Fall. Boah, das ist ein langer Text, den kann ich gerade nicht lesen. Okay. Ich würde fast behaupten, dass der Ford auf seiner Strecke die Nase vorne hat, auf längerer Strecke hat der Porsche... Nee. Also sorry, aber also nee. Also tut mir leid, also ein Porsche 3 RS, ich mag Porsche persönlich überhaupt nicht und finde Ford Focus RS ziemlich geil, aber... Was no denn? Way. Die, also die, nein. Also in Stock nicht. Das eine ist ein Hatchback, das andere ist ein Supercar. Also ein GT3 RS ist halt schlichtweg ein Rennwagen für die Straße. Genau, und ein also Focus RS ist halt einfach... Ist halt ein nettes, cooles Auto. Ja. So. Ich meine, wie viel hat der? Knapp 300 PS, der Focus RS? 330, glaube ich, sogar oder so. Oder und, 360 vielleicht sogar der neue, aber trotzdem... Und GT3 RS? 600? Na, ich glaube, so viel haben 595? Die gar nicht. Die haben 500 vielleicht, aber schweineleicht. Ja. Geiles Fahrwerk. Allrad. Bremsen. Allein auch Preis. Heckantrieb, Entschuldigung. Das Heckantrieb, aber auch der Preis. Ja. Ich meine, du kaufst halt 200.000 Euro oder halt... 60? 50? Ja, 50, 60 vielleicht. Das kannst du halt nicht... Also, ich find ihn auch geiler, den RS, aber... Ja, vor allem, also ich finde den RS auch viel geiler, aber ich mag schlichtweg Porsche einfach nicht, ne? Also es gibt nur zwei Porsche, die ich geil finde, und das ist einmal den 959 Dings. Achso, ja, okay, ne? Gut, ja, gut, aber... Die sind halt unbezahlbar. Findest du den 917 gut? Den Hybrid? Ich bin der Meinung, dass er auf diese kurzen und leichten Kurven... Ja, aber das Geile ist ja, der Porsche ist ja gerade für sowas perfekt. Ja. Also, das ist halt mega geil da. Ja. Unterschied ist einfach zu groß. Man sollte sich da einfach dann mal die G-Kräftwerte, die so ein Auto in der Kurve erreichen kann, anschauen. Und das ist definitiv bei der 8 der Porsche, ist da locker vorne. Ja, auf jeden Fall. Aber dicke Titten, ja, also dicke Titten. Aber man muss natürlich sagen, dass der Focus RS Allradantrieb hat. Was beim Start ein Vorteil sein kann, auch wenn ihr deutlich weniger PS gut, hat. Beim Start die ersten paar Meter wieder vorne. RX-7, okay. RX-7, mein Freund, RX-7. Okay. Oh, Probefahrt. Aber was ist das für eine Dings? Ihr scheiß doch, Probefahrt. Ja, aber was ist das für eine Gruppe? Guck mal.
Drift. Drift? Ja, siehst Drift du? Edition, fahr! Easy. Gibt's hier ein LX8? Gibt's mein Auto hier? Ich glaub kein LX8. Ich will auch kein BMW 1er. Ich liebe das ja, wenn man sein eigenes Auto in einem Videospiel fahren kann. Das ist einfach geil. Aber hast du ja auch. Gibt's hier ein 1er? 1M? Können wir bestimmt. Bestimmt gibt's ein 1er. Warte, komm, wir in der linken. Ich wette mit dir, in dieser Gruppe gibt's ja. Ein 1er. Oder? Ja, vielleicht gibt es noch ein 235i, das ist immer so die Frage. Ja. Also. 135i gibt es ja auf jeden Fall. Oder? Harley. Egal. Oh, Alter, wie viele Harleys? Wer will die denn fahren? Oh, guck mal, GS für Straße nochmal. Was haben wir hier? Finde ich optisch ein sehr geiles Auto. Achso, ein 124. Ist aber auch nur ich dachte kurz, es ist ein S2000, aber. Nee, ist aber auch übrigens nur ein MX5. Ja? Ja, ist nur ein MX5. Okay. Guck mal, nochmal RX7. Okay. Ja. Aber kein RX8 leider. Ja, ist aber auch selten. Z4 haben wir hier. Z4 ist dabei. 35S. Kauft euch einen normalen 30er, ist das gleiche drin. Ja. Da ist ein 2. Da kommen wir hier. Zweier, also ein M2. Ach, ist auch einfach ein schöner. Ey, ohne Scheiß, M2 in Wirklichkeit. Alter, das Ding ist auch so breit, ne? M4. Auf Fotos kommt das nie rüber, wie breit die Scheiße ist. Ey, ohne Scheiß, so krass. In Real ist so. Hier in Lübeck fährt ja ein richtig geiler Weißer rum. Ja, Weißer ja. Mit Carbon. Ey. Oh, das sieht geil. Das ist mega nice. Also ich muss sagen, die Fahrzeugauswahl ist okay. Schon einiges dabei. Guck mal, da. Ducati Diablo ist mein Vorschlag. Wie findest du die? Ey, ohne Scheiß, ich finde optisch ist ganz geil. Es ist halt so komplett also, anders. Ich ne? finde, das ist so, halt so ein Batman. Es sieht aus wie das wie das Batpod. Okay. Es sieht aus wie das rechte Batpod. Hand regelt. Ich ja, gut, da bin ich dabei. Guck mal, Super Duke haben wir ja auch am Start. Oh, direkt eine Skyline. Ja, Skyline. Geilen ist natürlich auch. Augusta. Achso, du willst BMW? H2R? Aber ich bin ein Augusta-Fan, deshalb. Ja, okay, und was mit H2 oder H2R? Was ist das ganz links? Kawasaki? Sorry, noch was? Eins? Noch eins? Kawasaki H2 ist das, ne? Noch eins links. Ne, ja, H2. Ja, H2R ist auf jeden Fall das schnellste, 300. Ja, das stimmt. Sollen wir das gleich mal testen? Och, BMW will ich laufen, aber gut. Also, es gibt aber auch hier viel. Ey, Autos, krasse ne? Autos, ne? Aber ich weiß nicht genau, wo. Mit was fangen wir jetzt an? Ich würde jetzt gerne erst einmal kurz RX7 Drift fahren. Okay. Ich würde aber einmal Drift komplett durchscrollen wollen, was so alles als Drift dabei ist. Sorry, wir sind halt Hardcore-Auto verliebt. Wir müssen uns einfach alles angucken vorher. Direkt ein Skyline. Ja, klar. Wir nehmen gleich Skyline. Wir nehmen aber jetzt erstmal kurz den RX7, einmal kurz driften. Denn ich liebe Driften. Gibt's den auch in. In einer anderen Farbe als Gelb? Nein. Gelb ist ja auch schnell. Aber grün ist halt schneller. Grün ist halt immer schneller als gelb, weiß man einfach. Also von den Geschwindigkeiten ist halt so alles andere. RX7 als Linkslenker? Okay, das ist schon mal crazy. Gibt es das? Ja, gibt's schon. Okay, was macht das Auto da? Also sieht geil aus hier, ne? Ja. Optisch? Okay, also driften fühlt sich extrem komisch an. Das haben sie schon mal relativ scheiße gemacht. Doch, der Bus kann auch drift. Ja, also er kommt irgendwie nicht so. Er kommt nicht richtig auf den Knick. Okay, mit Boost. So, ne? Ja, mit Boost kommt er rum. Ich meine, AX7 in Real ist einfach. Aber guck mal, es ist auch ein Liberty. Ne, ist ein Rocket Bunny, ne? Ist ein Rocket Bunny, ist kein Liberty Walk. Ist das ein Traumauto? AX7 ist leider. Also, nachdem ich jetzt ein RX8 gefahren bin und jeden Tag in einem Wankel drin sitze, muss ich sagen, RX7 ist auch ein Traum, ja. Aber der braucht halt noch viel mehr Pflege als ein RX8. Und ein RX8 ist schon nervig manchmal. Gib mir mal die Karre hier. Ja. Ist das geil oder nicht? Macht Spaß. Okay. Partybus, check mal fuq.com ab. Was auch immer das ist, ich will es gar nicht wissen. Ich habe mich wieder verdrückt, es tut mir leid, B für Boost und so. Fuq. Für welche Karre? RX7 oder RX8? Alter, okay, aber der erste Drift war jetzt. Ich mag, geil an Drift ist, dass hier der Stance auf jeden Fall schön weit rausguckt. Ne? Du hast einen großen Anwinkel. RX7, also es kommt drauf an, welches Baujahr. Den ersten alten habe ich heute zufällig erst gesehen bei Mobile. Ist ein für 6.000. Genau, aber der ist halt nicht so geil. Der ist halt nicht so geil. Den wir jetzt hier gerade sehen, ist halt das Premium. Also in Deutschland sowieso extrem schwer zu kriegen. Ich sag mal, unter 30 einen guten und verbastelten zu kriegen, ist schwer. Ich glaube sogar bei den Amis, also sogar die haben Schwierigkeiten, richtig geil. In Japan gibt es dafür RX7 en masse. Die haben noch ultra viele davon. Ist das wirklich ja. so? Ist noch so viele ja.
Komm, ich gucke jetzt mal extra für euch, ihr bei Mobile. Also ich muss sagen, es fühlt sich so sehr unkontrolliert an, wie man, also man driftet halt immer, also ist halt so, Drift Mode activated. Ja, aber dadurch, dass ich auch mit dem Playseat an der, bei Assetto Corsa Drift mache, was halt echtes Driften ist, fühlt sich das hier richtig nach Spielerei an. So, zum Beispiel sind ja auch Moped-Fans, was vorne war, Panigale R oder BMW? Also ich bin ja Agusta-Fan, deshalb würde ich die... Ach, guck mal, die Höchstgeschwindigkeit an. Circa 300? Ja. Über 200. I guess. Also ich würde die AV... Ja gut, nimm BMW. Okay, ich guck mal eben nach Mazda X7 für euch. Maximal 125.000 Kilometer. Ich guck mal eben der teuerste. Der teuerste Linkslenker mit 100.000 Kilometern ist 26.000 Euro. Und der ist krass verbastelt. Hier ist noch einer für 22, der hat 78.000 runter, hat aber auch schon Rebuild und ist auch krass verbastelt. Guck mal hier. Oh, krass. Ah, nee, der ging gar nicht. Nee. Also, das Baumarkt-Rustling. Also ich sag mal, du kriegst einen RX7 für... Aber, ja, aber welche Motorisierung, ne? Ja, ja. Den geilen mit 200. Turbo. Ja, ja. Okay, das ist mit Turbo. Also, wenn man einen mit Turbo und der hat 254 PS Stock... Sind 20.000 Euro ungefähr gebraucht. Gibt's nicht 280 auch? Ist das nicht der fetteste? Er zieht sich gerade Public rein, ja, cool. GSXR, gute Frage, gibt's eine Gixxer? Du darfst das Handy nicht so ans Mic halten. Sorry Leute, tut mir leid. Da hat er recht. Wegen Rückkopplung, ja, also Mopeds. Guck mal, ob es eine GXR. Ne, haben wir schon geguckt. Gibt's nicht. Gibt's keine GXR? Gibt's? Hat er wirklich gefragt? Ja gut, dann gucken wir nochmal für dich. Wir gucken nochmal GXR. Ja. Also, ich habe selber eine GXR, also... Wir fahren selber beide auch eine GSXR. Also von daher sollten wir hier auch mal gucken. Ja, aber ich glaube, ich habe keine instant gesehen. Ja, ich wenn keine hier irgendwo gesehen. Eine rumschwirrt, ne. Ne. War eine Suzuki, glaube ich, so die eine oder eine Honda. GSH, die ekelhaft. Das muss dabei sein, das ist peinlich, sagt er. Ja, ich habe keine Gixxer gesehen. Also eine GSXR 1000R wäre ganz geil, wenn ich dabei. Ja, stimmt, ja. Die schneidet ja auch nicht so ganz so scheiße ab. Ja. Bin echt ein bisschen raus mit dem Motor. Aber ich, und scheiß, wir könnten uns dieses Jahr einfach mal so ein Kackding holen, einfach auf der Straße einmal. Sollen wir es machen? Ja, komm, wir machen das. So, ich mach's jetzt klar. Jetzt mal, ich besorge uns mal so ein Ding. Wir machen Vlog mit so einem Teil, okay? Morgen besorgen wir uns ein Doppel, ja, okay? Okay. Wir können ich habe morgen Zeit? Ja, ich habe morgen auch Zeit. Aber erst nachmittags. Okay, wir fahren mit meinem BMW aus, zum BMW-Händler. Wir kommen mit ja. Oh, das ist geil! Mit dem BMW zum BMW-Händler, das ist auch cool. Ja. Aber mit RX8 fand ich auch nicht. Okay. Nee, dann würden die uns nicht geben. Okay, wir fahren morgen das und machen Vlog. Partybus spammt dir krass die. Ja, ich hätte recht. Also, ich würde ja auch klingen. Ich. Du kannst ihn auch moderieren. Du kannst ihm auch Zeitlimit geben. Ich gebe ihm jetzt erstmal Zeitlimit. Timeout, zack. Du musst ihn Oh Mann, ich finde das voll gemein. Nee, es gibt keine Gixxer. Was möchtest du fahren? Du willst ja MV. Ich will eine MV fahren, ja. Ist für mich optisch das mit Abstand schönste Bike. Ich finde die AMG, das ist scheiß, muss ich sagen, ist das Beste. Allein nur mal kurz bitte hinten, guckt euch bitte das hier an. Ja. Nur dieser Pimmel muss da ab, dieser Scheiß. Ja, also das nimmt muss ja halt auch komplett jeder ab. Das sieht also, so scheiße aus und Außenspiegel müssen auch ab, dann sieht das Bike so göttlich aus. Und wirklich, die vier Stück hier hinten dran, was ist das? Oh, cool. Das ist cool. Guck nochmal Instrumente. Instrumente? Ja, nochmal rein ins Cockpit. Oh, sieht gut aus. Warte, dann so. Aber keine Rückspiegel. Also nochmal Rückspiegel. Ja, dass die Leute, Rückspiegel so gedödelt sind, weiß ich auch nicht. Ach, ich habe gar keine Cockpit an sich gemacht. Aber wie die geht? Ja, das geht. Boah. Also ich muss sagen, wenn du Motorrad fahren kannst, dann bist du. Du lenkst halt falsch ein in den Spiel. Ja. Wenn du halt so lenken würdest, wie du wirklich fahren würdest. Ja. Ne, da ist Ride schon deutlich näher an der Welt. Ey, ohne Scheiß, Ride als Motorradfahrer, ich habe Ride angemacht und ich konnte es instant perfekt fahren. Ja. Also, das war... Das Ding ist, ich bin vorher auch die MotoGP-Spiele, die ja auch von Milestone sind, mal gefahren. Da habe ich noch kein Motorrad gefahren.
Und ich habe es hart nicht gecheckt. Ja. Und dann habe ich es mit Motorradfahren gemacht und auf einmal komplett anderes Game. Ich finde die Super Duke von R-Optik ganz nice. Stehe bei dir in der Gar. Ja. Ey, Super Duke sieht denn echt ultra geil aus. Bist du ihn gefahren? Nee, ich bin Super Duke noch nicht gefahren, obwohl die in der Garage steht. Müsste ich mal machen. Also Sound ultra nice? Ja, also Sound ist top. Ist damals es ist so ein aggressives. Das ist einfach. Das ist geil. Als damals das Video rauskam, boah, ne? dieses Preview, wo einfach. Guck mal, wenn du es nicht kennst, Paintly, 1290 Prototyp, KTM ja, 1290 ja. Prototyp Video oder so heißt das. Ey, guck mal, hier ist er. Nimm so. So geil. YouTube, sagen, ja, ist bei YouTube. Momentan habe ich auch mega Bock irgendwie auf so ein Naked Bike. Auch so für die. Also in der Stadt, ne? So ein scheiß Supersport, da geht einen halt nur auf den Sack. Sieht ja cool aus. Ja. Oh. Komm mal kurz her. Ja, hört sich. Hört sich nicht ganz so an, wie sie es wirklich anhört, aber. Ja. Ist halt quasi ein V8 auf der Straße. Also aber das sieht sehr nach Wheelie aus. Das sieht auch wirklich. Also ich muss sagen, die Kamera haben sie echt gut hingekriegt. Die Kamera ist wirklich top. Also da kann sich Ride 2 und 3 auch ein bisschen was abgucken. Guck mal. Muss ich auch sagen. Die ey, Kamera der ging auch noch. Die Kamera ist echt gut. Das ist auch ein Wheelie-Bike. Ein bisschen fett. Ey. Und der ging noch voll. Der bricht mir zu früh ab, ehrlich gesagt. Ja, das meine ich halt mit so kindgerecht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, da darf sich nichts wehtun. Weißt ja, du? Ja. Ja, guck dir das mal an, das ist geil. Das ist echt ein Top-Video. Und das Scheiße ist halt ein bisschen oldschool schon. Bestimmt schon 7 Jahre boah, alt. Boah, das ist richtig alt. Hier, ein paar Farmer. 7 Sekunden. Aber hast gesehen, mach nie down. Ich war jetzt einfach voll runter. Ich glaube, beim Supersport schafft er auch fast einen Elbow down. Ja? Ja. Follow hier. Du bist durchgeklippt. Kannst du mir eine Wasserflasche geben? Oh, hier, oh. LKW, kennst du ja, ne? Ja, LKW. Ey, ich träume manchmal immer noch davon, ne? Kann ich auch verstehen, ey. Immer wenn ich wieder Motorrad fahren will, denke ich mir so, nö. Ja. Immer wenn ich Motorrad fahren will, denke ich an die Situation. Und dann denke ich mir so, pff, Rennstrecke reicht mir. Ich will nicht mehr in die Straße. In die Straße? Mhm. Auf der Straße die. Ich war in der Straße. Ich war die Straße. Ich sag mal so, Asphalt sieht immer so kuschelig aus, das tut schon ganz schön weh, wenn man drauf liegt. Mhm. Also Asphalt ist halt anti-kuschelig, das ist halt einfach nur schweinehart. Also, ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock, Rides zusammen. Ja, können wir doch machen. Also, aber es ist nicht so also, ich könnte mich dran gewöhnen. Mit ein bisschen... Fahr mal, können wir Rennen fahren mit Bike? Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt jetzt. Guck mal, was es für Supercars noch gibt. Ich glaube, ganz rechts muss ja Supercar sein. Ja, ne? Was ist denn das hier? Achso, ja, wusste ich auch. Regera. Ja, ach, die Schweden ja alle. Der Ferrari. La Ferrari? Finde ich. Ey, optisch göttlich. Egal, wie dieser FXKR-Version. Ja. Keine Ahnung, den geil. Veneno ist natürlich auch geil. Ey, ist, Scheiß, Optik, ist ein krankes Auto. Optik finde ich auch. Wie viele gibt es davon? 3 oder so? Habe ich bei YouTube auch ein Video gesehen, auch X-Klicks, wo der halt geliefert wurde und in den Lamborghini-Store reingestellt wurde. Ja. Alter Falter, das ist ey. Krank. Ja, okay. Ja. 982, ja. JP gefahren, kann ich so geil sein. Agera, ja. Oh. Weißt du, wenn es einen schnelleren Königsegg gibt, dann ist der alte irgendwie ja, Ford GT, absoluter Traumwagen. Saline SC in Twin Turbo. Mein absolutes bestes Auto bei Test Drive Unlimited. Need for Speed 1. Mhm. Geilstes Auto in Need for Speed 1. Mhm. Auch extrem gut bei Project Gotham Racing. Ich muss sagen, Pagani Sonder ist geiler. Sonder ist viel geiler als die Huayra. Ich nenne es mal Huayra heißt der, glaube ich. Für mich ist das Bye-Bye. Wie diese chinesische Handymarke. Ja, ja.
Ich muss sagen, Aventador ist immer noch ein Boss-Auto, aber es ist halt eigentlich langsam, ne? Nur 700 PS, wer will denn das schon? Ja, mit 12C. Alle McLaren sind halt geil. Okay. Da ist ein Zonda. Wir müssen Zonda fahren. Zonda? Ja. Ist auch ein Zonda F, ist gut. Wollen wir Zonda fahren? Ja, ja. Okay, fahren wir Zonda. Also, ich bin immer Zonda, ne? Heißt der Zonda? Der heißt Zonda. Oh, der Sound alleine, ne? Ja. Ey, man muss sich in dieses Auto verlieben, nur wegen des Sounds. Aber was munkelt da für ein Motor dran? V12 von AMG. Ja, ne? Mhm. Aber was haben die mit dem Motor gemacht, dass das geil anhört? Weil der V12 von AMG ist halt eher so. Also erstmal haben sie was ganz anderes gemacht als bei normalen AMG-Modellen. Der dreht nämlich tierisch hoch, ja, was schon mal einen krassen Unterschied macht. Und der hat quasi keinen Auspuffrohr. Also, ja, gut, das, ne? Also der, das ist halt so lang. Ja. Ich kann auch was so sagen. So lang ist der nicht. Oh Mann. Grafik wieder geil. Fährt sich sehr gut. Also ich muss sagen, so Straßenfahrzeuge. Ach stimmt. Drückt den Boost-Knopf und ich lenke. So, ganz schön. Also mach das nochmal und guck mit in die Kamera. Ey, weiß ich nicht. Vor allem, weil du so. Genau. Es vibriert auch ein bisschen. Aber es ist leider kein Zonda R. Ich würde gerne R fahren. Ja, stimmt. Also driften kann er schon mal gar nicht. Nee, aber braucht er auch nicht. Also muss ein Zonda driften können? Und das ist überhaupt kein Drift-Auto. Ich finde, diese ganzen Hypercars sind einfach keine. Also es ist halt nicht zum Driften gebaut, sondern halt zum Schnellfahren. Aber machen es trotzdem. Haben sie bei Top Gear auch gemacht. Ja, das stimmt. Ich finde, jedes Auto sollte driften. Ja, aber meins hat das Feature halt auch ausgebaut. Der fällt mir ein bisschen, der sackt mir zu sehr ab. Weißt du, wenn du vom Gas gehst, dann macht er so. Und dann musst du erstmal eine halbe Stunde wieder Gas geben. Es fühlt sich gerade nicht an wie ein Hypercar, ehrlich gesagt. Es fühlt sich eher an wie ein aufgeblasener GDI. Focus RS, ja. Also es ist schon schnell, aber es ist. Also die Bikes fühlen sich deutlich schneller an. Obwohl wir gerade nur eine GS gefahren sind. Und eine GS ist definitiv nicht schneller als eine Zahn. Nein, das schon. Also. Eine HP4 vielleicht, ja, aber. Okay, was ist jetzt eigentlich unsere Mission? Ich glaube, wir wollten gerade einfach nur alle Autos testen. Das haben wir gerade gemacht, also alle Kategorien. Ne? Der Rollstuhl, der ist vergessen. Ja, der Rollstuhl, genau. What are those? Huh? What are those? Oh, geile, muss man sagen. Der die größten Felgen hier. Hallo, darf ich Sie kurz stören? Sie haben eine coole Kappe. Oh, hier so einen hässlichen alten. Scheißkarre. Ich habe letztens einen Amarok gesehen, der hinten so ein Cabin Cap drauf hatte, ne? Ja, okay. Also hat er quasi nur einen Jeep. Weil der Amarok ist ja nicht sonderlich groß, deshalb sieht das Cabin Cap auf dem Pickup aus, als wäre es einfach nur ein großer Jeep. Ja, ich habe vorhin schon mein Rant gegen das Auto gehalten. Vor mir fuhr ein Amarok V6. Ein V6. Ich denke mir so, okay, ist wohl der Standard Amarok. Gibt es wohl ein V8, wenn da nur V6 draufsteht? In Google? Nein, es gibt halt nur noch einen 2 Liter TDI. Fährt der sich geil? Halt ein Drift Aventador, ne? Ist ein Drift Aventador? Ja, ich habe extra Drift ausgewählt. Also, es sieht auf jeden Fall nach Drift aus und es ist auch Drift. Er hat auch viel größeren Lenkeinschlag und hat auch ein bisschen Verbreiterung, siehst du? Ich will gerne mal ein Drift rennen hier in diesem Spiel. Ja, dafür müssen wir schon klar. Ich finde, das habe ich relativ professionell gemacht gerade. Ich muss eine Sache sagen, was mich immer an Open-World-Rennspielen stört. Man denkt halt, ja geil, ich kann in Open-World rumfahren, da gibt es ja unendlich viele geile Strecken. Aber es gibt halt keine Rennstrecken in den meisten Fällen. Aber bei The Crew gab es Rennstrecken. Ja, die hatten, weil du ja durch die komplette USA fahren konntest, hatten sie ein, zwei Tracks abgebildet, zu denen du halt echt hingefahren bist. Okay. Weißt du? Das finde ich halt ganz geil, weil ich muss sagen,
Das fehlt halt manchmal. Man denkt so, ja, Rennstrecken schon tausendmal gefahren. Ja, gut, aber das haben auch Leute designt, die halt extrem viel Ahnung von Rennsport haben. Mhm. Und Rennstrecken fahren sich halt geil. Und es fährt sich halt geiler als auf der Straße. Also, find's geil mit ein bisschen Scheiße. Ja. Weißt du? Das Problem ist, dass für mich bei den Autos die Geschwindigkeit nicht so richtig rüberkommt. Nee, also ich fahre jetzt hier 130 und drifte dabei. Ja. Weiß ich nicht. Also normalerweise 300, driftet man so eher so mit 80. Und wenn ich 300 fahre, fühlt sich das immer noch gleich an, mhm, weißt du? Und also ein Drift ein, also so, ich kann nur sagen, kein Gas geben und einfach nur lenken, driftet halt nicht in Real. Also okay, das wird nichts. Da kann man noch so viel lenken. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Es erinnert ja, mich ein bisschen halt, an Underground ja, 2. Genau, ein bisschen. Auf jeden Fall. Von Drift. Weil die Kamera auch so mitgeht, weißt du? Ja, aber du weißt, was ich meine. Also mhm, du denkst irgendwie ein und... Naja. Was haben wir denn hier noch für eine Kategorie? Die links, das wäre noch die letzte Kategorie. Ganz links waren wir doch. Nee, nee, also rechts, Entschuldigung. Da, wo okay, die Viper jetzt hier, ja. Das auswählen. Ich weiß aber nicht, was das für eine Kategorie ist. Drag Race. Okay, Drag. Okay, jetzt müssen wir nimm mal mit Gas. Ja toll, 333, jetzt müssen wir auf die Zahlen. 335, 333, 335, 335, 34, 35. Aber ich gehe mal davon aus, dass man noch ein bisschen tunen kann. Nimm mal bitte, komm, wir machen das jetzt. Ja, nimm mal bitte GTR und dann nehmen wir ganz den letzten. Und dann gucken wir, ob da ein Unterschied ist. Achso. Von der Geschwindigkeit. Okay. Okay, sie gehen auf jeden Fall schon mal hoch. Also das muss man auch wieder sagen, der geht halt immer hoch. Ja, okay. Also auch wenn ich hier Offroad, natürlich geht er hoch. Und also, das ja, aber Feature, guck mal, wie der rumwackelt. Ah, okay, das fühlt sich aber ganz geil an, oder? okay, das ist doch, das fühlt sich ein bisschen schöner an. Aber also, ich glaube, so ein Auto kann nicht so agil lenken in der Realität. Nee, absolut nicht. Der ist halt nicht, der muss halt geradeaus fahren, ne? Es fährt sich halt so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, also so ein Torpedo, den du so ein bisschen lenken kannst. Ist eigentlich ganz geil. Aber wieso fühlen sich da jetzt 240 schneller an als die 360 beim Formel 1 Wagen? Der Feinmann, der 40. Ich finde, der fährt sich geil, ja. Also der fährt sich ganz gut. Yassin Oecean schreibt, ihr seid so geil. Ja, danke. Ihr seid geil, ihr guckt zu. Partybus. Ah, Partybus wieder dabei. Geil. Partybus. Er kann wieder schreiben. Ja, sorry für das Timeout. Hier komische Links postet, wird direkt geblockt. Alter, was ist das denn für eine Steuerung, bitte? Ich finde die irgendwie ganz nice. Also ich finde, jedes Auto sollte so fahren. Dieses nach vorne, nach hinten gewackelt. Oh Gott, oh Gott! Bin neu, was macht ihr so? Ja, was machen wir denn so? Wir spielen The Crew 2 Closed Beta auf der Xbox One X und zeigen euch, was ihr gerade verpasst, wenn ihr keinen Zugang zur Closed Beta habt. Dann könnt ihr nämlich dieses geile, den geilen Kram hier machen. Curtis 13 Boss folgt den Dulis. Ja, vielen Dank für den Follow, mega nice von dir, geiler Boy, kriegst einen, mach mal ein Herz mit deinen Händen, los. Mach mal einen Doppelcock. Oh, nice. Ich würde jetzt gerne mit dem Drag Race auch mal Drag Race fahren. Das ist wieder das Ding, was du meinst mit der Open World. Musst du erst immer was suchen, wo du auch Drag Race fahren kannst. Das ist halt mega kacke da zum Fahren gerade. Ja. Okay, warte. Oh ne, warte. Wir wollen ja noch einen... Da hat jemand einen Hund im Chat. Diese Information darf nicht untergehen. Veron07. Ich habe einen Hund. Ey, Respekt. Das erinnert mich an dieses komische Tell, was du mir von erzählt hast. Tell me. Ja, ja, tell on me. Alter, ey, das ist vorbei einfach. Ich bin echt schwer im Überlegen, ob ich mir das hole. Und dann auf der Arbeit einfach Leute sagen, tell me. Okay, das fährt sich komplett anders. Ey. Tada! SpongeBob. Mario Kart Race Star. Okay, ist geil. Das hat noch mehr Power. Alter, das ist so ein Bulldozer einfach. Nee, Hast du gesehen, dass das Auto runtergefallen ist? Alter, was? Also, das ist schon ganz nice. Ey, das sieht so geil aus einfach. Okay, der feiert einer richtig das Pornhorn. Er geht komplett ab. Okay.
Vielleicht muss ich das gleich sperren. Okay, hast du gesehen? Ich habe einen Wallrun und Backflip gleichzeitig gemacht. Wir bekommen Herzen. Wir bekommen Herzen. Und wir werden gerade gespannt. Er rastet komplett aus, hier. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, kacke für die anderen, oder? Aber ich dachte, warum hat man so viel Pornhörner frei? Warte. Du kümmerst dich darum. Ich sage dir einfach ein bisschen weiter. Ich weiß nicht mehr, was wir machen müssen, muss ich dazu sagen. Posteingang. Ich gehe zum Posteingang. Mustang 75 folgt den Dullis. Ja, vielen Dank für den Follow. 8 Zuschauer. Ist das nicht unerwartet viel? Ich find's krass. Krass. 9 Stück. So viel habe ich noch nie in meinem Leben. Gratis-Fahrzeug. Okay, geil. Scheiße, jetzt müssen wir irgendwo steht hier gratis. Da war doch gerade. Ich glaube, da fährt dort jemand nochmal die Karte in Super Duke. Wir haben gerade schon geguckt. Die Super Duke. Wer will den Super Duke gucken? Ich weiß nicht. Gerade, hier sind gerade das Fahrzeug, aber die will ich jetzt auch mal nehmen. Komm, wir müssen jetzt mal ein Rennen fahren. Wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit eine Probefahrt machen. Ich würde einen TTRS nehmen. Oder muss ja. Nee, nimm TTRS Allrad. Das heißt schneller. Fahr mal Allrad schneller, ja. Grün. Grün schneller. Achso, stimmt. Warte. Perfekt. Felgen. Sehr gut. Sehr gut. Sie haben ein Fahrzeug gekauft. Der ist auch schweineteuer, das auch. Ja. 70.000 für so einen komischen. Das ist viel zu krass. Oh, da geht's richtig mit Jet. Ich glaube, ich muss mal. Wir brauchen ein wenig Moderation. Fick dich. Ah. Sowas geht aber nicht. Löschen. Oh Mann. Was soll ich. Ich brauche Support von dir. Ja, was? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Ich dachte, du wolltest jetzt TTS fahren. Ja, mach das doch. Ja, wo achso, denn? Nimm doch einfach das gelbe Ding da und was hier? Ja, mach das mal. Nochmal, ja. Krass, okay. Okay. Jetzt, ich kann gerade kein Gas geben. Ich bin völlig überfordert. Was passiert da gerade? Ich weiß nicht. Ich krieg auf einmal eine Zwischensequenz und alles. Aber das ist ganz geil, wenn du immer zu zweit bist, dann kannst du dich um sowas mal kümmern. Also. Ich weiß gar nicht, wie man schreibt. Okay, nee, das hört sich nicht so richtig an. This is not nice. Achso, ach, ich kann das überspringen. Oh, ich bin ja, B gedrückt halten, du kannst es überspringen. Aber manchmal wirklich, Leute, sagt mir das doch einfach. Anstatt euch zu beleidigen. Weil beleidigen bringt keinen Spaß. Nee, hört mal auf, euch zu beleidigen, Leute. Beleidigen kann man sich bei Snapchat, weil da kann es keiner lesen. So, ich verteile jetzt immer ein paar Timeouts. Okay, also TTS. Ja, fährt wie ein Auto. Okay, dafür gibt es auf jeden Fall 2 Minuten Timeout, Leute. Ey, du moderierst ja richtig hier gerade. Ja, ey, so ohne Scheiß, so ein Krams gibt's hier absolut nicht. Direkt getimeoutet. Wer hier irgendwelchen komischen Quatsch schreibt, kriegt direkt ein Timeout. Ich bin mir relativ sicher, dass das letzte, was geschrieben wurde, verdient auch ein Timeout. Welches? Wenn ich das vorlese, weiß ich nicht, ob das so praktisch ist. Das drittletzte? Ich glaub schon. Ja. Mit dem Weißen? Ja, genau. Na, er will kein Timeout. Ja gut, dann halt nicht. Ich bin ohne Scheiß, ich wäre der schlechteste Lehrer der Welt. Okay. So, bitte nicht, ich weiß nicht raus. Okay, ist nur eins. Hier. Klatsch. Sehr schön. Klatsch mal da die ganzen Fahrräder weg. Ich muss sagen, das Spiel ist etwas leicht, weil ich streng mich halt überhaupt nicht an und ich bin ein Kacknoob.
Also ich bin richtig schlecht. Also ich bin wirklich der schlechteste Spieler. So, dafür gibt es noch ein Timeout. Sowas möchte ich einfach nicht hier drin haben. Direkt 5 Minuten. So, zack. Nichts davon ist straßentauglich. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen? Das ist bestimmt alles Daniel. Mit ganz vielen Accounts. Das ist so geil, wenn er einfach hier rumhängt. Was machst du da gerade eigentlich? Fährst du ein Rennen? Ich bin Erster. Du machst einfach so ganz gechillt nebenbei. Wie fährt der TTS überhaupt so? Also, der fährt sich ganz okay, aber es ist halt so, wie ich sagte, es ist halt ein bisschen zu leicht alles. Ja. Also das Spiel ist halt generell etwas einfach. Das ist gerade nicht for Speed. Weißt du noch, bei Need for Speed Underground, da ist man ganz oft auch durch diesen Kanal in L.A. gefahren. War es in L.A. gefunden? Ja, ne? Ja, doch, doch. Also den finde ich auch bei GTA mega nice. Ja. Kanal Anal war das. Ja, so, nee. wir haben das so genannt. Also, als das Spiel rauskam, das war ja die Farm-Map für Geld überhaupt. Das ist nämlich pro Rennen. Stimmt. Ich weiß nicht mehr, wie die Strecke nochmal hieß. Ich weiß, was du meinst. Ne? Aber Kanal, ich habe die Strecke. Das ist halt wirklich, du fährst diesen Kanal unten einmal hin, eckig links, zurück, eckig links, geradeaus. Das war quasi die Strecke. Und ganz am Anfang, bevor es die Updates noch nicht gab, hat man da pro Rennen 30-40k gemacht oder sowas. Da kommt man richtig. Und wenn da noch mehr Leute dabei waren, hast du richtig. Genau, also. So, und ich habe die Strecke, ich habe teilweise 4 Stunden GTA gespielt, nur die Strecke gefahren. Die ganze Zeit. Nein, ihr. Entschuldigung. 88, Digga. 89? Ich bin ein lappiger Lappo-Lappen. Der wirklich vor der letzten Kurve. Bist Gott du Lappo, ist hier Gummiband-Effekt. Oh, wack, wack. Du hast hart gefailt, ne? Schaffst du nicht mehr. Dieser Huren. Entschuldigung. Boost! Ich Erster. Komplett ausgerastet. Einfach das komplett. Ist im Satz noch so, okay, nicht beleidigen. Okay, ich muss Russisch sprechen. Komm, wir zwängen hier vorab. Ja, sorry Leute, aber hier wird nicht beleidigt, hier werden keine rassistischen Äußerungen gemacht. Hier gibt's direkt, ich hau euch die Dinger raus, das glaubt ihr gar nicht. Es hat nicht mit uns. Fall zu Porno. Ja. Ja, das ist okay. Das ist okay, das kann man machen. Du bist auch so ein bisschen widersprüchlich. Du hast ein Pornhorn, aber wir dürfen nicht über Porn reden. Wir benutzen Schimpfwörter, wir benutzen sie nicht gegeneinander. Hä? Ja, aber ich möchte nicht, dass im Chat hier so rumgeswaggt wird. Und ich will auch schon gar nicht, dass im Chat irgendwelche Links verteilt werden. Ja, gut, gut gegen Links. Weil ich will nämlich, ich habe mich extra nicht gegen einen, wie heißt denn das? So ein Bot entschieden, der das cleant, den Chat. Weil die Leute sollen schreiben, was sie schreiben wollen, aber ich finde, man soll das nicht. Du möchtest der Zensator sein. Ja, ich möchte derjenige sein, der dann die Regeln davor schiebt. Ich möchte nicht, dass irgendein Bot regelt, dass man zum Beispiel, wenn man schreibt, du hast einen schönen Penis, zum Beispiel. Ja, oder kannst fuck, du das nicht schreiben? Fuck ist oder das ja, geil. Fuck ist das geil. Fuck das ist auch sein. Ich finde, alles, was positiv ist, das sollte drin bleiben, aber die ganzen anderen Krams, der kommt halt raus. Also Beleidigung in einem korrekten Kontext sind ja auch, also Daniel ist ein, ist halt, also das ist halt okay, weil der Kontext passt halt. So, sind wir, ich habe gerade einen Zivilisten gesehen da. Okay. Nimm mich, heißt das. Das direkt. Aber das, weißt du, was ich jetzt gerade als Problem habe? Okay. Bei The Crew 1 war das am krassesten. Wer rennt mit einem iPad in der Gegend rum? Ja. War es das krasseste, dass man durch die ganze USA fahren kann. Ja. So, ne? Aber ich habe gerade überhaupt nicht das Bedürfnis, überhaupt durch die ganze USA zu fahren, weil ich ja von Beginn an Dings machen kann. Hier, so Jumps. Und ich weiß, wo ist die Karte? Ich check so. Wo ist die fucking Aktivitäten, Karte? Aktivitäten, da kannst du halt irgendwie auswählen, wo du hinspringst. Also du kannst jetzt hier Aktivitäten machen, Pro Racing. Haben wir noch nicht. Warte. Start? Wir auf beide auf dem Bildschirm. Wo also ist die Starttaste? Da ist. Okay, was mache ich jetzt? Pro Racing. Pro Racing. Hier findest du die verschiedenen Sachen, die du bei den Familien Boot? Machen kannst. Oh ne, Boot ist kacke. Nur anders angeordnet. Ein Boot ist nicht kacke, aber Boot ist halt. Warte, wir machen das jetzt eben. Ja. Ja. Tests sind auch dabei. Ey Leute, ich sag mal, siehst du, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel was, da würde ich so eigentlich ein Timeout für abgeben. Was haben wir jetzt ja? Also, ja. Ah, guck mal, ist die Steuerung umgedreht? Nee. Wolltest du nicht irgendwie mal Gas geben?
Das Rennen hat noch gar nicht gestartet. Was ist ein Timeout? Ein Timeout ist, wenn man ein Timeout hält. Ja. Was muss ich jetzt machen? Der Gast geht. Ach so, es geht schon los. Wenn man sich frech verhält, dann kriegt man ein Timeout. Ja. Lol, bitte nicht. Der Partybus, der hat da schon viel Erfahrung. Der Partybus ist direkt quasi, als er drin war, direkt Timeout bekommen. Oh, guck mal, Alter, ist das Ding, ist das schneller? Das sieht irgendwie krasser aus. Das sieht mega geil aus, aber es fährt nur 230. Ja, das ist nicht schneller. Hauptsache schnell aussehen. Ja. Gibt ja auch Dinge im Leben, wo es nicht auf Schnellsein drauf ankommt. Ja. Zum Beispiel Popel. Es muss möglichst groß sein. Man will doch einfach einen richtig großen Popel haben. Und immer so schnell einfach kurz reinbohren, das bringt's ja nicht. Man will auch schon Ergebnisse sehen. Das lohnt sich bohren ja gar nicht. Wie beim Ölbohren. Momentan benehmen sich alle, das finde ich gut. Ich finde es cool. Siehst du, ja, man hat ein paar Timers verteilt und. Ja, also. Ich finde das mit dem Jet-Lag-Up-Gear ist auch noch. Also ja, auch noch, komm, den lassen wir noch drin. Das ist okay. Ich meine, er hat niemanden beleidigt. Also, jetzt mal ein Real Talk, ne? Ja, okay. Gibt es Windschatten beim Bootsrennen? Weil Boote, Rennboote sind ja eindeutig aerodynamisch auch geformt. Auch hydrodynamisch, haben wir ja gerade erfunden. Das, ne? Aber, ich weiß, es gibt hydrodynamisch, das heißt was ganz anderes. Aber jetzt mal, for real, gibt es Windschatten bei Bootrennen? Also, vermutlich schon, aber muss ja sehr nah dran sein. Ne? Oh, ich bin richtig scheiße. Ich glaube, du bist ziemlich scheiße gefahren. Was? Okay. Gut, dieser Teilnehmer hat das Spiel verlassen. Ich glaube, der kommt mir nicht mehr nach Hause. 3 Sekunden, 4 Sekunden. Ob es geht durch das Schiff. So, durch, haben wir jetzt die Frage geklärt, ob es Windschatten gibt? Ja, also ich sag, es gibt Windschatten, aber halt nur ganz, ganz nah dran. Weil es muss natürlich Windschatten geben. Also, ich meine, der Typ, der sitzt gerade auch im Windschatten. Weißt du? Ja. Aber ich sag mal, selbst wenn du ganz nah hintereinander fährst, oh, guck mal, aber das Wasser ist gar nicht schlecht. Das ist noch kein Sea of Thieves von der Optik und von also, der Physik, aber es ist gut. Ich sag mal so, Skynet, ja, das ist auch Windschatten, sozusagen. Ich weiß, für Kreativität kannst du ihm bitte kein Timeout geben. Ich fand, ich war jetzt schon gerade richtig. Ich check's gerade nicht. Ich kann's auch nicht lesen. Ja, ich kann's nicht vorlesen. Ja, ist egal. Ich find's gut, also. Okay, das war eben mega behindert. Also Wasser so rauffahren. Ja, das. Es gibt keine Wasserberge. Nein. Oh, warte, ich mach noch kurz einen Neustart. Komm hier, du darfst. Okay, mach du. Warum Neustart? Achso, weil wir müssen, ne? Ja, weil wollen wir es gewinnen. Oh, jetzt geht's wieder los. Nee, dafür gibt's ja zum Beispiel einen Timeout. Ja? Eigentlich ist nicht beleidigend. Du müsstest mal. Nee, okay. Die Regeln sind, dass man. Also, sowas wie. Ich meine, das sagen wir auch. Ja. Also. Nee, ist okay. Ist okay. ist okay. Wer ist eigentlich Katja? Katja, oder? Hallo? Bist du am Ruder eingeschlafen? Ja, dicke Lippen. Ja, dicke Lippen. Ja, wahrscheinlich ist er wegen dicke Lippen. Ja, gegangen. Aber ich muss auch sagen, ja. Ey, guck mal, er hat den Namen richtig geschrieben, glaube ich. Hast du den jetzt gerade gegoogelt und copy-paste oder was? Muss ich sagen, echt Respekt an dich. Ich muss sagen, ist ein geiles Lied. Also. Ey, Mach's mit Doggy ist die Club-Version, die ist auch top. Die ist wirklich top. Also, ich stehe absolut nicht auf deutsche Ballermann-Hits und sowas, aber die Mach's mit Doggy und dicke Lippen, wie gesagt, nur in der Club-Version. Ey, so gute Dings, ne? Also, ey Leute, Spaß beiseite, ich finde, das sind Themen, die sind verarschen auf Twitch. Auf gar keinen Fall. Und Bums. Und schon wieder was gelöscht. Auch einfach nur schade. Ja, ey, sorry, aber hier so einen komischen Werbungskrams, den brauchen wir ja nicht. Ich glaube, dass Streamer bei anderen Streamern in den Stream gehen und ihre Links da posten, das haben wir schon 2012 nicht mehr gemacht. Nee, das ist so oldschool, also. Aber ich muss sagen, ich gewinne gerade nicht. Drück doch mal A! Ja. Du musst nach hinten ziehen. Ach so, ja. Och, das habe ich dir doch, guck mal, wie du abgehst auf einmal. Okay, weißt du, wie oft ich dir das jetzt schon gesagt habe? Ja, okay, sogar Danny Ricciardo fährt mit. Und Victor.
Heißt einfach. Warum hast du verloren? Weil ich mich verfahren habe. Hast du doch gesehen? Ich bin noch einmal falsch rum um Checkpoint gefahren. Du musst auch lenken, ne? Lenken! Gas! Och! Nur Praktikanten hier! Mach jetzt Neustart, du schaffst das doch nicht. Nein, wir schaffen das noch. Vollgas. Boost! Ich boost die Scheiße! Alles du! Alter, ey, ist unglaublich. Mit? Ja. Dieser Chat, ey. Spucke ist billiger. Da spricht der Profi. So. Guckt jetzt an. Immer nach hinten ziehen. Nur stehen lassen reicht nicht. Wir haben übrigens 60 Follower, wollte ich gesagt haben. Heftiger Shit. 60%. Geht deine Leiste? 61. Ja, da, das ist. Ich wollte das schicken. Okay. Aber weiß ich jetzt nicht, ist mir auch egal. Also ist automatisch? Ja, ja, das ist ja das wie Streamlabs-Scheiß. Ey, diese Leute heute, ey, es geht alles automatisch. Ey. Früher muss man auch alles per Hand einlösen. Früher muss man auch mega viel Handarbeit machen. Einfach. Ja, jahrelange Handarbeit. Ich hab dreimal... Ja, ich leg das nicht. Ich lese das nicht. Ich lese nichts mehr davon vor, weil das ist einfach... nein. Sorry, Leute. Und ich lache einfach nur dreckig darüber. Oh Mann. Mein Humor befriedigt man ziemlich einfach, glaube ich, im Leben. Das stimmt. Ich hoffe, alle, die gerade im Chat hart rum chatten, haben auch alle einen geilen Follow dagelassen. Ja, Mann. Ja, okay. Haben sie alle? Wir haben alle. Okay, ich glaube, er meint was anderes, aber er hat ja mal geschrieben. Finde ich okay. Finde ich trotzdem okay. Können wir es jetzt mal gewinnen? Aber wir haben auch Pro Race genommen, das heißt, hier müssen Spieler mit Skill spielen. Aka, ich muss den Controller bei dir lassen. Ja, weil. Also, ich hab überhaupt kein Skill. Skill hast du nicht mitgebracht, du hast heute nur Man Boobs mitgebracht. Heftig, du bist gefolgt. Yassin folgt den Dullis! Nice, vielen Dank für den Follow. Geiler Boy, liebe ihn. Ich geb's gerne mal. Kannst du den Stern sehen? Ey, guck mal, Skynet folgt. Geil, geiler Typ. Finde ich nice von dir. Wir lieben auch Skynet. Denn ja. Skynet hat den T-1000 erfunden. Und auch den T-1000. War nicht der T-800? Ja, Arni ist glaube ich der T-800. Ja. So, und der T-1000 ist ja der aus Terminator. Was habe ich gerade gesagt? Terminator. Ich wollte Terminator sagen, habe aber Turnimator. Turnimator habe ich gesagt. So. Tut mir leid, ey. Ich bin halt mega einfach gestrickt. Das ist halt, das reicht halt schon. Ja, deshalb hast du das Rennen auch nicht gewonnen. Das stimmt. So, war das nicht jetzt hier irgendwie so, dass man mit dem mit dem Steuerkreuz direkt wechseln kann? Weil bei The Crew konnte man das so wechseln. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaub, das Feature gibt's hier irgendwie nicht. Vielleicht kommt das noch. Ich würde mal gerne nochmal so ein Race spielen, was wo man... Was ist denn live? Bei Foto oder was? Also fahr los, wenn du die Live-Belohnung finden willst. Weißt du, wo du... Ja? Coyote. Ich muss jetzt einen Kojoten fotografieren. Fotografieren? Nee, ey, so ein Scheiß mach ich nicht. Ja, ohne Scheiß, ey. So ein Drecksaufsammelkack hier, den machen das wir auf gar keinen Fall. Das ist typisch Ubisoft, ey. Sammel 300 Kojoten und den Kinder oder was. Ey, wie das Wasser bergauf geht. Was ist das? Also, ey, das Wasser hat... Guck dir das... Oh, heftig. Also, die scheißen halt hart drauf, ne? Ja. Aber sieht geil aus. Guck mal, eine Rampe. Ich hab noch nie so bescheuertes Wasser gesehen. Aber hier muss ich sagen, ist die Grafik ziemlich braun. Guck mal, wie er lenkt. Das schaffe ich noch! Okay, wie können wir jetzt weiter zocken? Ich weiß es ehrlich gesagt. Guck mal, wie das Boot so ganz langsam umkippt. So vielleicht? Nee. Das gibt's doch nicht.
Ich komme immer in diesen Drecks-Foto-Modus. Weil du das direkt drückst. Nee, wir müssen doch hier das da, dann musst du Aktivitäten. Aktivitäten. Siehst du? Guck mal. Ach so. Geht doch. Achso, die Fahrzeuge kannst du wechseln. Ja, das ist doch das, was ich meinte, dass man so on the fly das noch wechseln kann. Guck mal, hier ein Racetrack. Ein echter Racetrack. Aber wir haben keinen Race-Karre. Man weiß ja auch nicht, wie man da raufkommt. So. Oh. Easy. So. Ich glaube, das hat uns nichts weiter. Guck mal, ein Wanderer. Heftig. Oh, die Wanderer. Berühre die Wanderer, damit sie ihre Arme heben. Okay. Hui. Hurala. Das ist Dreck, ne? Ich dachte gerade, das ist echt Blut auf dieses. Ja, oh, das wäre geil. Das ist ein Blut, wäre ganz geil. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wo ist denn hier? Da, guck mal, das sieht doch offiziell okay, aus. Ich kann euren Stream nicht mehr sehen und auch nicht hören. Das glaube ich nicht, wenn wir sehen unseren Stream und nee, hören. Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Aber danke für den Hinweis. Wie wäre es, wenn du den Bildschirm anmachst und den Sound aufdrehst? Vielleicht hört er auch einfach nur den Chat an. Das geht ja auch, wenn er über Mobile guckt, kann man nämlich auch nur den Chat anmachen. Ey, wir kommen hier nie wieder raus. Und man kommt auch nicht auf den Track. Aktivitäten. Was, also wir sind jetzt, machen wir Street Race. Street Race. So, okay, aber... 1% von 70. Ah, okay, also wenn wir jetzt... Ach, wir brauchen Follower. Ey Leute, wir brauchen Follower. Holt mal Follower ran. Okay, ich würde ja gerne irgendwie mal Moped-Rennen fahren. Aber dafür brauchen wir ein Fahrzeug bestimmt, ne? Ja. Was sind mit diesen... Ach nee, warte mal, guck mal. Was denn? Du kannst, wenn du Street Race machst, nimmst du dir einfach ein Motorrad, was in der Street Race-Klasse ist und fährst damit. Ja? Glaube ich, ja. Mach mal. Moto. Weißt du, ohne Scheiß. Gehören ist halt wirklich ultra primitiv. Da steht Moto. Das muss Motorrad heißen. Ey, der Dims, ey, wie kann das dumm sein? Das ist unglaublich. Was wollen wir machen? Du musst doch nur zum Start fahren. Du weißt es, jedes Mal ist das gleiche. Aber wo ist der Start? Hier. Kommt doch noch. Also. Ach so, weil der Start ist immer dieses. Aha, dieses Durchfahren ist Laden? Okay, ich verstehe, ich verstehe. Erreiche die Top 3. Ich will erstmal das Ziel erreichen, das ist viel wichtiger. Geile Karren, Freunde. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob in diesem Spiel Cockpit an sich so gut ist, weil man Abkürzungen, glaube ich, nicht so geil sieht. Ja. Aber es sieht geil aus, ich muss alles in Cockpit gucken. Cockpit? Ja. Oh nein! Egal. Den guten alten Need for Speed Trick. Wir sind ja hardcore verpixelt. Einmal schnell mein Mobile checken. Was dann? Mhm. Oh. Mhm. Oh, oh, oh. Okay, das geht hier schnell weg. Ja. Aber ist das echte komische Mono-Cockpit von TTS? Als Audi das rausgebracht hat, dachte ich mir so, bin ich scheiße. Weil... Sieht aus wie Fiat 500. Sieht aus wie Fiat 500, leckt, also es leckt wirklich, das struggelt richtig hinterher. Und der Beifahrer, der kann halt nicht, ja Schatz, machen wir das Navi an. Dann fährst du halt zwischen die Beine. Also vielleicht möchtest du das manchmal, aber also es geht halt einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es so geil ist, ja mach mal bitte das Radio. Und also, Radio ist natürlich auch eine dumme Idee, aber also generell ist Radio halt eine dumme Idee. Ja. Aber ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mal, was das Monocoque ist, deshalb. Naja, du hast ja rechts kein Bildschirm mehr, sondern du hast in der Mitte alles in der dieses Mitte. Mono TFT. Ja. Also es, das haben die ja bei den Auto released halt, das Ding. Das ist halt mega. Aber das beim R8 jetzt auch drin, ne? Ja, genau, das haben die überall reingepackt. Ich find's persönlich nicht so geil. Dann hat Mercedes das ja in Extrem. Ah, jetzt wieder. Schön. Ja, musst du vielleicht refreshen, der gute Partybus. Schön, dass du wieder zurück bist. Ja, denn wir lieben unsere Zuschauer mehr als wir sagen. Sorry. Ey, wenn ich race, dann ist immer so ein bisschen... Wenn ich race, dann extrem.
Alter, ey. Jetzt haust du aber Dinger raus hier. Aber ich muss sagen, TTS fährt sich gut. Ja? Ja. Fährt sich in Wirklichkeit, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Auch Allrad, ne? RS hat Allrad. Ja, ja, RS hat immer Allrad. Okay, ich. Erster, top. Nice. Ja, was muss ich jetzt tun? Ach, ich kann gleich weiter. Wir kriegen jetzt erstmal Follower. Ja? Okay, dann kann ich die nächste. Erstmal kriegen wir Bitcoins. Was lag da rum? Performance-Teile. Ach, jetzt, guck mal, das ist nämlich wie bei The Crew, dass du Teile aufsammelst und mit diesen Teilen tunst du dein Auto. Ah, okay. Wir haben Gutschein bekommen. Was hast du jetzt? Ein Voucher. Für die Gold Edition. Voucher. Nein, haben wir nicht. Scheiße, weg. Ja. Die Scheiße weg. 99 Euro. 99? Ja, aber die ganzen Dinger, die kosten noch immer. Fahr weg? Fahr weg. Scheiße. Okay. Fahr weg. Fahr doch weg. Fahr weg. Fahr mehr weg. Fahr mal mehr Gas. Ich glaube, hier ist Wasser. Das ist so eine richtig dumme Idee gewesen. Das war die dümmste Idee, die du je hattest. Nee, geschafft. Nein, noch nicht geschafft. Ich wusste nicht, was mein Ziel ist. Naja, nicht die Wand. Ja. Normalerweise nimmt man die Straße, wenn da steht, ja. Farm weg. Ja. Ich wollte das Wasser nicht. Ich wollte ja, zum Boot in der Luft wechseln, aber ich wusste nicht, wie es geht. Da musst du Start drücken erst. Aber das geht bestimmt nicht bei so einer Mission, wo du wegfahren sollst. Ja. Ja, gut, du hast recht. Okay, ich will jetzt hier Aktivitäten weitermachen. Ja. Aktivitäten? Aktivitäten. Ja, guck mal, aber da gibt es einen Heli. Ich will einen Heli fliegen, aber Heli kann man nicht. Ultrafahrzeug. Ja, aber guck mal, hier alles. Guck mal. Mach mal Raid nochmal. Wir fahren nochmal Raid. Ja? Ja. Geliehenes Fahrzeug. Wir fahren jetzt Mercedes. Ja, weiß. Ja, mach. Mercedes ist auch ekelhaft. Schneller. Meine Kolben sind zu lügen. Ja, meine Kolben sollten auch lügen, wenn ich mit dem CTS diese Strecke hier fahren würde. Mercedes hat nämlich dieses hässliche, komische iPad hier reingelegt. Ich hasse das. Das sieht so billig aus, ne? Ist auch so, ey. So eine hässliche Scheiße. Den CLS. Da kann man mal sehen, Mercedes ist einfach nicht geil. Ey, den CLS, BMW den ist einfach besser. Ich mal irgendwann gefahren bin, der hatte das noch nicht. Und dann, wenn ich es rausgebracht, dachte ich mir so, boah, ne. Bescheuert aus. Aber was ist das jetzt hier? Ist das der 4x4 das ist oder ist der 6? Nee, das ist dieser Knödel-Pickup, dieser Dödel. Dieser deutsche 200 PS Diesel-Pickup von Mercedes. Ach, echt? Ja, was Malmi die mal mit Dings getestet hat. Ach so. Dieses richtige, rotzige, räudige. Alter, was passiert dir gerade? Du hast gerade mal 9% bis jetzt geschafft. Das ist komplett falsch. Aber Offroad scheint nicht so schwer zu sein, weil der kriegt es überhaupt nicht gebacken. Aber du auch nicht. Ja, ich bin auch. Ich bin Mercedes. Kenn nichts für. Die sind nicht dafür gebaut. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht mehr an die Strecken halten, aber ich sehe die halt auch nicht. Okay, ja, komm. Den Partybus gerade geschrieben hat, der ist gar nicht schlecht. Ja, darüber habe ich doch vorhin schon gelacht. Ach, echt? Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist da, aber. Ist bei nasser Fahrbahn in ihr. Ach so! Ja, aber da bin ich gerade gefahren. Ach so. Deshalb habe ich das nicht lesen können. Der ist ganz geil, muss ich sagen. Aber ich glaube, er copy-pastet die auch einfach nur. Er hat einfach so eine Seite, wo steht anzügliche Autowitze. Anzügliche Autowitze? Oh, ist eine geile Seite. .org. Ey, wir sichern die Domain. Sicher die Domain! Anzügliche Autowitze. .org. Verkaufen wir direkt an ADAC. Für gemeinnützige Organisation. Das weiß doch jeder. Das war Mina. Mina? Mina? Er ist meiner, vielleicht meint er Bitcoins. Achso. Das ist meiner? Nee, oh, hat keinen Plan von mir. Und von Hip-Hop. Und Bitcoins. Okay, ich schaff das. Hast du ihn jetzt? Ja, guck mal. Oh, das sieht geil aus. Oh. Guck mal, das sieht geil aus. Links rum, du musst links dran vorbei, ne? Oh Gott, Alter, oh so Gott, unfähig. Oh Gott, oh Gott, ich werd's unter. Oh Gott! Wie hast du es geschafft, du bist zu kommen? Weißt du, es gibt eine Fähigkeit in meinem Leben. Und das ist gegen Steine fahren. Jetzt nicht gegen Steine fahren. Oh nee, jetzt gibst du es ab, oder? Ach, ist noch. Ist erst. Du hast nicht mal die Hälfte bis jetzt. Ach, Alter, ist das eine lange Scheißstrecke. Ich glaube, das. Sag mal, bei 50% ja. Wechsel? Okay, 3, 2, 1, go.
Ich finde, das war gar nicht so schlecht. Das stimmt. Besser als beim ersten Mal. Weißt du? Du, ich mach das jetzt so, okay? Ey, ohne Scheiß, ich muss das im Cockpit spielen. Hä, musst du nicht? Du hättest auch wechseln können. Ah, mein Gott, cool. Alter, was ist das Bär? Denn? Das war ein Bär. Laufender Stein? Krank. Laufender Stein. Ja, das ist das Einzige, was es hätte sein können. Die Assoziation. Oh Mann, ey. Das muss ein laufender Stein sein. Oh, oh Rambis. Hui. Okay. Manchmal ist die Physik halt so echt... Aber das ist so ein Pickup-Mercedes, ne? Ja, oder kennst du den nicht? Der hat mein Mini gefahren, das Ding. Das ist dieser Amarok, den sie gemacht haben, genau. Nachdem der Amarok kam, ne? Ja. So ein Fail-Auto einfach. Weiß ich nicht, ey. Das ist... Okay, ich würde nicht durchs Wasser fahren. Ich fahr jetzt komplett durchs Wasser. Dumme Idee. Egal, wir sind immer noch Erster. Gefühl, wir müssen außen rumfahren. Der Gegner hat durchs Wasser und gewinnt. Ey, komm, ich dachte, das ist so ein geiles Auto. Muss doch durchs Wasser fahren können. Das war mir klar. Ich hab gerade ihr Auto bei The Crew 2 gefahren. Ihr Auto ist voll scheiße. Es fährt nicht durch Wasser. Es ist ein Pickup. Da ist schon wieder so ein Stein. Hast du gesehen? Ja, ja. Diese laufenden Steine hier, ey. Unglaublich. Kennst du sie echt nicht? Doch, ich kann. Ich war gerade nur verwirrt, weil von hinten. Ja, er sieht ganz geil aus von hinten. Er sieht auch ein bisschen besser aus als ein Amarok. Viel besser, weil er eine viel krassere Front hat. Der Amarok ist einfach nur so ein... Wir nehmen einen Golf und machen so. Ein Amarok ist einfach nur ein Golf Plus, wo sie so gemacht haben. Wo sie einfach hier so einen Crop-Filter drüber gesetzt haben. X-Class heißt die Scheiße. Nee. So, ich zeig jetzt mal einen Vergleich. Versus Amarok. Bären auslegen. Guck mal, jetzt muss ich Bär fotografieren. Fotoscheiße, ne? Die mache ich nicht. Komm, ich mach sie jetzt. Wenn ich den Bär gefunden habe, mache ich jetzt die. Ein laufender Stein. So, guck mal. Oh, geil. Das ist echt ein laufender Stein, ne? Der macht sich gleich ab, oder? Ja. Upp. Gecheckt, oder? Achso. Ah, warte. Oh, okay, warte. Das war meiner. Und. Guck mal, dafür kriegen wir auch Follower. Ja. Eigentlich nicht so geil. Also, könnte besser sein, oder der Spruch? So sehen die aus. Nebeneinander. Ey, das, guck mal, das ist halt einfach das hässlichste Auto der Welt. Guck mal, mach mal so, guck mal. Ja. So ist es nämlich auch. Ist es ein Caddy? So, ne? Ja. Stimmt. Ist ein Caddy. Smart. Okay. Ja, ohne Scheiß. Das ist halt auch einfach so ein GLI oder sonst. Es ist einfach. Ja, Idioten. Kauft euch einen Ram. Ja, echt. Ein Ram ist das Beste. Oder der F-150. Ja. Das mag ich auch sehr gern. Also Raptor ist einfach ein krankes Fahrzeug. Motortrend. Jetzt können wir es spielen. Nee. Aber eben schon gespielt. Ich weiß nicht, was Motortrend ist. Weiß. Ich muss sagen, das Spiel ist mir ein bisschen zu intransparent, was wir hier machen. Was machen wir eigentlich? Und ist das eine Beta gerade? Ist das denn das ganze aber guck Spiel? Mal, das ist die ganze Spiel, Bro. Die ganze Spiel? Weil, das ist bei den Betas von Ubisoft das meistens so, dass sie einfach das ganze Spiel drauf. Hier, For Honor hättest du doch auch komplett durchspielen können. Stimmt. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch echt gemacht, ja. Boah, ohne Scheiß, manchmal hasse ich Ubisoft, dass die geile Sachen so verkacken, weil For Honor hätte so ein geiles Spiel werden können. Ja. Ey, wenn die Server am Anfang nicht so gespackt hätten. Ja, wären vielleicht ein paar Leute geblieben. Ja. Aber ich muss sagen, man hatte schon legendäre Matches bei For Honor. Auf jeden Fall. Also das ist mit Abstand die krassesten Matches, die ich in einem Kampfspiel hatte. So, ich bin immer noch im Reddit von For Honor immer mal wieder und guck mir an, was es so für neue Charaktere gibt und so. Und die, Alter, es gibt neue Exekutionen. Wir dachten ja, unsere sind krass, die wir am Anfang hatten. Okay. Alter, das ist total awesome. Das Spiel soll.
kein Wunder. Nee, also Moment, nee, anders. Ich wundere mich, dass dieses Spiel nicht indiziert ist in Deutschland. Es ist so krass realistisch. Wenn in Gears of War indiziert war, dann ist Gears of War ist der erste Teil ist aktuell gegen For Honor ist einfach nur Kindergarten. Warte mal, war das indiziert? Mhm. Also dürfen wir das gar nicht die sehen. Ersten, ich weiß nicht, ob das immer noch indiziert ist. Aber die ersten beiden sind auf jeden Fall indiziert. Wir haben es doch gezockt. Nein. Nein, du darfst nicht sagen, ob es gut oder schlecht war. Das ist es. Aber ist das aus der Videothek oder so? Ja, nee. Videotheken. Videotheken, ey, das war geil. Das ist echt eine geile Sache. Was schreibt damit ab 18? Ich kann es nicht. Also der Stream muss ab 18 sein. Ja, also. Nein, wieso? Wir fahren Auto. Ab 18 ist krasser als Katja Krasavice. Ja, weiß ich nicht. Also wir richten uns ja mit dem Stream nicht in den Chat-Inhalt, sondern an den Inhalt, was wir auf dem Bildschirm hier sehen. Ja. Also, Katja Krasavice ist alles ab 18, ja, ne? Nee. Nein. bei Krasavice sind nicht alle Videos ab 18. Polo. Marco Polo. War okay. Nee? Nee, kannst du auch manche so gucken. Macht man nicht bei YouTube, wenn man nicht 18 ist, hat man irgendwie irgendein Problem. Ach, als ob irgendjemand auf der ganzen Welt, egal wie alt er ist, jemals angegeben hat, dass er nicht 18 ist bei YouTube. Deswegen machst du doch einen Account, damit du alles gucken kannst. Als ob irgendein Kind da nicht 1902 eingeben würde. 1902. Ist doch so. Ist doch ganz im Ernst. Nee, nein. Sorry. Ja. Außerdem sagt man das ohne Finger. Financial District Flucht. Ja, mach. Du musst fliehen. Hau ab jetzt. Komm mal. Ich weiß nicht. Das ist das gleiche, was ich gemacht habe. Ja. Nein, soll ich gucken. Du sollst fahren. Okay. Fahren B. Aber das schaffst du locker. Ich werde wie die immer satteln, ey. Fahr weg. Sollte das nicht genügen. Du sollst nicht zum Wasser fahren, so wie ich. Ziele setzen. Den Rekord eines Freundes, den Weltrekord oder die Zeit von Platz 2234. Also 366 ist nicht ganz so weit. Aber da was war, was sogar. War, was habe ich denn gemacht? Da hab ich sogar. Ja, aber was ist denn passiert gerade? Orange is the New Black, da nennt man viel. Ist die Serie gut? Also, du ignorierst doch komplett gerade, ja, was dir gerade passiert ist, ne? Ja, was ist denn passiert? Du hast ja gelost. Ja, aber was kann ich denn was ist denn dafür? Passiert? Was, warum ist es denn einfach abgebrochen? Ich habe nur einen Drift gemacht. Du musst halt gewinnen. Okay. Ich glaube, du darfst nicht unter 100 km oder sowas. Keine Ahnung. Doch egal, ich ramme den jetzt weg. Dann Tesla. Dann. Ich kenne Tesla. Okay, nächste Aktivität. Haben Sie Orange is the New Black geguckt? Ich? Nein. Nein. Es trifft überhaupt nicht. Also so in keinster Weise mein Interessenfeld. Warum? Kann ich nichts mehr anfangen. Frauen im Knast? Ich fand Werner damals geil. Ey, Werner war geil. Nee, aber sorry, Orange is the New Black ist einfach, ist keine Serie. Ich hab mir, es ist nicht so, als hätte ich diese Serie ignoriert. Ich habe mir Trailer dazu angeguckt, ich habe auch immer wieder gelesen, was Leute dazu schreiben und so. Aber es ist einfach nicht, es ist nicht meine Serie, sorry. Das ist... Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber... Dann lass es doch. Das ist so geil, wenn jemand das sagt und dann sagst, ja, dann lass es doch. So fang immer irgendwie komische Gespräche mit Frauen an. Ja. Normalerweise mache ich sowas nicht. Ja, dann lass es doch. Booste mich hier zum Start. Zum Ziel. Was ich weiß nicht, aber so Bootfahren ist halt so. Jetzt sind ja alle anderen Fahrer auf den Fersen. Ja, wenn mein erster ist, ist es auch normal, dass die anderen hinter einem sind. Also, sind wir manchmal Idioten, ey. Nur Idioten hier. Es ist, es sieht gut aus, Bootfahren. Aber Bootfahren ist halt bei mir die Sache, es ist halt, also, da also, kann man ja auch nebenbei noch bei, wie heißt die, Tumblr, ne, Tell Me. Tell on me schreiben. Also ich liebe ja Boot, deshalb liebe ich auch Sea of Thieves, weil sich das Bootfahren so geil anfühlt. Aber man muss dazu auch sagen, dass bei Sea of Thieves grundsätzlich auch Wellen sind und man sich mehr mit der Materie beschäftigen muss.
bei GTA zum Beispiel, wenn du da auf dem offenen Meer fährst, ist auch viel mehr Wellengang, was das Ganze viel interessanter. Oh. Oh, das ist ganz. Ja. Was das Ganze. Was für ein lamer Fall das dann war, ja, ne? Es hätte einfach so Patch machen müssen. Hallo, ich bin jetzt da. Ich bei Ubisoft. Sorry, dass ich es unterbreche, aber Ubisoft fehlt immer halt dieses. Ja. In die Fresse. Ja. Auch bei, wenn du einen Aufprall hast, es muss halt in die Fresse. Bei GTA, weißt du, fliegst durch die Scheibe, du merkst so richtig, okay, jetzt war nicht so schön. Ja. Und hier ist so, es ist halt alles mit Samthandschuhen. Was, es muss halt ein bisschen mehr. Wo kommt der jetzt her? Ja, dann tritt ich ein bisschen. Okay. Der. Da ist ein bisschen Spam-Shit passiert. Ja, kümmere ich mich gleich um. Alles gut. Habe ich nicht. Ich check's nicht mal bis jetzt. Mann, ich muss das aber lesen. Achso. Ja, doch. Es ist nun, also er hat ja recht. Ja, könnte man ein Timeout für gehen. Aber er will kein Timeout. Ja, gerade deshalb, wenn man es schreibt, bitte kein Timeout, dann kriegt aber man. Aber er hat Hashtag Laserschwert geschrieben. Solo, ne? Ja, geiler Film. Geiler Film. Solo, ohne Scheiß, guckt euch Solo an. Ultra geiler Film. Ich liebe ihn. Ja? Ja. Besser als der 8. Teil. Meiner Meinung nach auch besser als der 7. Teil, obwohl ich den 7. Teil liebe. Aber ich liebe auch Rogue One. Ist ja mein absoluter Lieblings-Star Wars-Film jetzt. Zerdrift. Okay. Ja. Und Solo ist wirklich, ist ultra geil, wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, Solo ist nicht so ultra geil, wenn du dich mit Star Wars vorher noch nicht beschäftigt hast. Also wenn du noch nie den 4., 5., 6. Teil geguckt hast, dann ist Solo für dich geil, ein richtig geiler Film mit viel Action, ultra geilen Schauspielern, aber dann fehlt ein bisschen was. Okay. Da gibt es so Momente, die würdest du dann einfach nicht so krass feiern. Kurz, was soll ich hier nehmen? Drift. Nimm mal irgendwas. Was ist denn hier live extrem? Bei uns fehlt irgendwie immer ein Follower und ich weiß nicht, wie wir den kriegen. Was machen wir denn? Ach, hier müssen wir noch 1200 Follower gain. Oh. Wir sind auch echt. Also ohne Scheiß. Ja, aber es ist eine Beta. Wir haben hier auch die Schule geschafft. Hast du das? So, geil, jetzt kannst du ja Regan the Racy spielen. Was? Regan the Racy. Ah, okay. Ja, komm. Das war ganz Partybus on fire, würde ich sagen. Ich bin Sophia und ich trete gegen. Ich will den einstellen. Als was? Als Mod? Als Mod? Als Moderator. Okay, dann rastet Chat. Als Chat-Mod. Ach so, ich deinstalliere mein Leben noch. Ja. Was ein geiles Fahrzeug. Regan Racy. Regan Racy. Okay. Ich muss auch. Regan Racy? Regen Racy? Okay, was muss ich machen? Deine Füße an, guck deine Füße an, ist geil. Wofür die vollständige Drehung? Ja, dreh dich. Und halt einfach jetzt. Muss mehr zum Boden. Nee, dreh dich komplett. Mehr drehen. Nee, andersrum. Links rum. Oder so rum. Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte. Zeit für einen Luftdrift. Mach mal. Oh, ja, okay, ist ein Luftdrift, ja. Also. Ein Messerflug, ja, mach. Links, genau. Kannst du jetzt hier mit. Kannst dich oben halten. Versuche ein Looping, zieh den Knüppel nach. Looping! Looping Louis, los. Scheiße, einfach 300 Feuer. Ach, da. Muss, glaube ich, erst einmal. Flieg mal gerade, bitte. Flieg mal bitte ganz gerade einfach. Nicht über den Berg. Nee, hab ich geschafft. Ja? Der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Was soll ich machen? Tief. Ach, fliege so tief wie möglich. Okay. Auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Nämlich mit geringen Höhen auf dem Kopf landen. Fahr mal mit dem Fahrwerk über so eine. Über so eine Ramp. Warte? Ja. Oh,
Oh, das war so richtig geil. Ja, du musst mehr Punkte machen. Ach so. Du musst es mal halten. Halt das mal. Noch ein paar Meter, ja. Na gut, was kommt jetzt? Super. Geschafft. Guter Flug. Geil. Okay, geht zu. Bin ich dafür Follower? Ja. Das schaffe ich. Hoffentlich. Populär bin ich jetzt. Populär. Bitcoins, Follower. Krieg ich Follower? Nee, ne? Follower? Okay. Irgendwie nicht. Ich glaube, vielleicht ist das die Sperre. Ja, die weil wir haben schon voll viele Follower gekriegt. Ja, vielleicht kriegen wir es einfach nicht mehr. Vielleicht ist das die Closed Beta Schranke. Mit dem Hebel. Oh, scheiße. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich selber gemacht. Aber ich glaube, das ist die Closed Beta Schranke, dass man nicht mehr als 14,99 kriegen kann. Ich bin Emmet. Oh, nee, den kann man nicht zuhören. Es tut mir leid. Also. Ja, der so anfängt. Regan Racy. Wenn die Vorstellung schon langweilig ist, ne? Aerobatics. Da, Monster Truck! Mach mal erstmal auswählen. Wenn wir will ich so gerne. Ich würde das so gerne mal fahren. Zieh mal hinten. Kannst du Wheelie machen? Nee, ne? Mach nichts. Bei, okay. Bei The Crew 1 konnte man, da gab's so Loopings und sowas, da konnte, wie so ein Hot Wheels Track. Ja, aber ich kann keinen Wheelie. Voll ein F-150, ne? Ja. Danke. Oh, fetz da mal hoch jetzt. Okay. Mit Boost. Der Boost ist irgendwie hinten rechts auf die Pelle gelegt, ne? Okay. Ja, also. Halt leider nicht so geil, wie es aussieht. Ich hab eine üdle. Guck mal da, eben, weißt du, er ist so am Boden geklebt, wie so ein klebriges Klebi. Wie so eine Schmalzlock. Will auch abschmalzen. Also er ist halt abschmalzen. Du sollst einfach los, ne? Okay, das sind ja die ganzen Originaldinger, ey, die haben auch alles lizenziert, ne? Mhm. Das ist geil. Das ist geil. Silverado ist auch geil. 4500. Sowas? Ja, hab ich schon mal gesehen. Oh, ich muss hier mal. Oh. Ich mach Skyline. Guck mal, von innen ist normaler Skyline. Oh, sorry, ich muss hier mal kurz mein gratis Telefon. Ja, nehmen. Aber guck mal bitte, von innen ist ein normaler Skyline. Okay. Das ist doch schneller, ne? Hört sich auch geil an. Move. Geiler Move. Ich will jetzt mal hier so. Jetzt habe ich schon Monster Truck. Jetzt will ich weiß. Das ist mal, also, es ist halt so. Mal gucken, wie weit wir ins Wasser kommen damit. Also, weißt du, hier ist ein Monster Truck, mach mal irgendwas Lustiges, aber es ist halt nicht geil. Weißt du? Flieg bitte mit einfach und mit dem Hebel und guck mal, wie es aussieht. Ja. Ja. Wir nehmen gleich einen Flug. Also, ich muss auch sagen, Flugzeugfliegen macht auch mehr Spaß als Monster Truck. Ja. Es ist halt auch einfach nur so. Es ist lieblos, ne? Auch die Landschaftsgestaltung gerade sehr lieblos. Ja, also der Landschaftsgärtner, also, der echt. Also der. Da fehlen ein paar Bäumchen. So, haben wir noch irgendein krasses. Oh, geil! Okay. Alter, die Dinger liebe ich ja, ne? Hast du mal die Rennen davon geguckt, wenn die. Ich, Alter, die fetzen da lang auf so einem 2 Millimeter Track. Gibt's da das direkt ein krasses? 800 PS, 830, 850, Alter. Wir gehen so ab jetzt. Ist da nicht das Grün? Gelb. Ja, ist egal. Und jetzt ist schwarz. Ey, mit so einem Ding würde ich gerne mal fahren. Das ist halt Ubisoft wieder, ne? Gerade, oder? Nee. Oh, falscher Knopf. Alter! Aber es ist auch wirklich verwirrend. Die Steuerung ist richtig creepy angecreept. Wie geil er das auch sitzt! Was ich jetzt noch nicht gepeilt habe, ist in diesem Spiel auch das enthalten, was ich am Anfang gezockt habe? Also ein Rennen mit verschiedenen Fahrzeugen? Nee. Also das ist alles geteilt.
Das war nur eine Demo am Anfang. Ja. Also das ist nie so ein... Okay. Ich glaube, daraus hätte man echt was Geiles machen können. Ja. So. Ey, hast du schon gesehen, es gibt, kommt jetzt ein neues Sonic All-Star Racing, ne? Ja. Alter, ich habe so Bock drauf. Ey. Hier, Sonic All-Star Racing ist jetzt diesen Monat auch for free, ne? Ja? Ja. Ich habe das früher Xbox 360 gezockt, ja. Ich können wir mal zocken. Sollen wir mal Sonic All-Star Racing streamen? Ja. Lass das mal machen. Nee, du hast ja nicht runter. Obwohl, kann man das zusammen an einer Konsole spielen? Klar. Gut. Das sieht vielleicht nicht so geil aus. Hier. Warte mal das. Was hier? Können wir morgen machen. Ich bin ja nicht so ein großer Typ. Zieh mal den nach hinten. Nach hinten schön. Die ganze Zeit nach hinten gezogen haben und dabei lenken dann. Weil sonst, so? Weil dann schwebt der quasi auf der Dings und kannst ganz viel so. Zack, zack, zack. Aber guck mal, wie die Perlen da auf drüber fetzen. Die Wasserperlen über die Motorhaube oder über den Bug. Ja, also optisch, wie gesagt, sieht Boot schon mega geil aus. Aber ich fahre jetzt hier auf dem Bergboot runter. Gut, das geht, ne? Genauso. Genauso verlaufen Flüsse. Physikalisch korrekt. Alles sieht ganz geil aus. Hier ist mal anfangen so. Oh. Boah, fast eine Barrelroll gemacht mit dem Schiffchen. ich meine. Und dann noch so ein Warride. Alter, du holst jetzt gerade komplette Tony Hawk-Palette raus. Okay, das ist krass. Das ist ein Spaß, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen zuckeliger, weißt du? Ja, das ist echt zuckelig. Ey, ich muss mir gleich mal nochmal so ein Video angucken, wo die damit über diese River fetzen. Das ist so richtig Redneck-Style. Okay, ja, ich mache es jetzt einmal. Ich muss jetzt gucken. Ja, aber ich habe irgendwie mehr erwartet. Jakob, zieht ihn jetzt ganz rein. Ja, ich kann nicht mehr wippen. Er ist nicht schneller. Warte doch. Warte. Nee, da kommt nichts mehr. Oh, sieht aus. Mach mal nach links und rechts. Ich glaube, das geht schneller. Möchtest du vielleicht, warte. Du musst das aber bei mir machen. Hm? Okay, das ist ganz geil. Oh Gott, ich muss ihn hochziehen. Zieh ihn hoch. Nein. Das ist alles zerstört. Kippi. Ja, freut sich. Aber guck mal, die Füße. Oh Mann. Aber das ist was GTA das, nicht. Das sieht ganz geil aus, ja. Ein richtiges Ruder. Oh, ich freue mich so auf Ace Combat, ne? Boah, das wird dann. Alter, wann kommt Ace Combat? Ich muss sagen, dafür hätte ich nochmal Bock auf VR. Ich warte so lange jetzt schon auf Ace Combat. Ich war halt hart kotzen, aber wäre auch ganz geil. Ja. Kotzen ist auch geil wie auf Facebook. Ah. Nur die coolen kotzen. Ich kann mich da an seine Situation erinnern. Jetzt, drängt, das tut dir gut tun. Das ist aber eine schöne Geschichte. Okay, jetzt gibt es hier in Blau. So, ich muss einmal kurz einen Doppeldecker fliegen. Ja, mach. Weil den haben wir noch nicht gemacht. Der ist danke, ich würde. Ja, das. Bitteschön. Was denn? Ich auch. Ja, das ist schön. Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja ultra der fancy neue. Klebt am Stuhl fest. Ah. Du klebst an deinem Stuhl fest. Oh. Ekelig. Der Stuhl ist so hart heute. Also. Mega eklig an am Stuhl festkleben. Schockt halt überhaupt nicht. Am fremden Stuhl festkleben, glaube ich, macht noch weniger Spaß. Ja. Guck mal, man kann dieses, sie nennt es ja Luftdrift, ne? Mhm. Du gehst ja echt professionell mit dem Controller um, ne? Wieso? Bei mir guck mal, hast du das so gesehen? So gehackselt auch. Wieso? Wenn man das dann erkennt, ist es so scheuer einfach aus. Gehackselt? Ja. Bei mir fallen ja die Dinger auch manchmal ab, weißt du? Also mir fällt ja manchmal auseinander, der Controller. Ja, ich weiß auch nicht, wie du das machst. Du musst ja... Spielst du das mit den Füßen? Ich weiß auch nicht, ey. Bei mir fetzt das immer irgendwie... Macht's einen Abgang. Ja, okay, nächstes Rennen. Mach mal Aktivitäten und dann nächstes Rennen. Ja, aber wir haben ja echt. Waren wir jetzt überall? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen, ja. Ich glaube schon. Also alles, was wir jetzt können. Ja, ich muss Start drücken. Aber ich bin hier am Start. Ach so, jetzt. Ach, du musst also ein Auto auswählen. Was haben wir denn hier? Gerade das Fahrzeug. Ich glaube, wir haben ein Flugzeug schon mal gekriegt. Ein Flugzeug. Immer nach ganz links. Ja, das. 426 km/h for free, nice, nämlich, ey. Aber trotzdem, wir müssen gleich einmal die Karte aufmachen. Da ist sie. Hm. So. Ich guck dir so an, was da alles freigeschaltet haben. 11 neue Aktivitäten. Weißt du, ist der Crew gut, ja.
Sachen zeigen. Gut? Also, gut, ja. Ob sehr gut ist, weiß ich nicht. Also es ist wirklich, ich finde, es ist wirklich gut. Es ist sehr gelungen. Der erste Teil hat mir mega Spaß gemacht. Und der zweite macht auch ultra Spaß, kann ich jetzt schon sagen. Es sieht ultra geil aus, muss man auch einfach sagen. Die Variation zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugklassen auch sehr gut. Ultra viel lizenzierter Krams. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Übersicht über die Karte. Da war The Crew 1 ein bisschen strukturierter, weil es halt auch eine richtige Story gab, ne? Also du wusstest ganz genau, okay, ich muss jetzt dahin. Das Geile war bei The Crew 1, du hast angefangen an der Ostküste und hast dann so kleine Gebiete, hast erstmal so ein paar Straßenrennen gefahren und auf einmal bist du gegen die großen Bosse gefahren und dann musst du sagen, okay, damit du jetzt gegen die Division von, keine Ahnung, New England fahren darfst, musst du erstmal in Washington den Boss besiegen. Und so wusstest du ganz genau, okay, das wird jetzt ein Roadtrip durch die ganze USA, bis du dann an der Westküste angekommen bist in L.A. Und in L.A. gab es dann die richtig krassen Autos. Und so bist du quasi von einmal von ganz nach links und zwischendrin war mal Offroad, Straße, okay. Rallye und sowas. Boah, da! Was? Da, so ein Hover-Dings. Oh, das kann ich nicht fahren. Oh. Das, ja, genau. Die Sache ist halt jetzt hier, wir kommen nicht weiter, weil wir nicht die Follower also, kriegen. Also, ich würde halt gerne mein Driftrennen fahren. Ja. Und ein Drag Race, das würde ich nämlich auch mal gerne fahren. Ja. So, Hypercar ist mir scheißegal. So, das können wir aber nicht freischalten, weil... Weil wir halt kriegen nicht mehr Follower, genau, gerade, Wir sind voll gefollowert. Und die Kohle bringt uns ja auch nichts. Ist halt ein bisschen kacke, so, ne? Test, ja, Test, scheiß auf Test. Test habe ich in der Schule geschrieben. Ja gut, sollen wir damit sagen, dass das ja, war der Test von The Crew 2? Also, wir haben es durchgespielt, 2%. Ja. Also, Closed Beta, The Crew 2, Xbox One X, das war es jetzt gerade. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich würde auf jeden Fall mehr spielen, ich habe Bock drauf. Du sagst einen halben? Ja, ich sag so einen halben Daumen hoch. Also so ein, aber das ist so, doch gut. Das ist so ein Mittel und das wäre voll. Ja, aber das ist doch gut. Dann mache ich ein Voll und du machst Mittel und dann mittelt sich das dazwischen. Weißt du? Na, ist gut. Wie eine gute Staffel How I Met Your Mother, aber nicht wie die beste. Also, genau. Ich muss sagen, es macht Spaß. Als Arcade Racer seit langem mal wieder ein richtig guter Arcade Racer. Das muss man stehen lassen. Gerade, also was mega geil ist, sind Rally. Rally macht ultra Spaß. Flugzeugfliegen ist auch geil, wie Partybus sagt. Ja. Partybus, Flugzeugfliegen bringt Spaß, gerade den Knüppel schnell hin und her bewegen, bringt echt Fun. Drift sah geil aus, weil die Karten gut stimmt, gemacht wurden. Das war komisch von der Steuerung. Und es gibt ganz viel so hier, es gibt noch ein Heli, man kann anscheinend noch ein Heli fliegen. Man kann hier so ein Hovercraft fahren. Und alles lizenziert, das finde ich immer wichtig. Ja. Ich hasse das, wenn irgendwie so, das finde ich bei GTA kacke. Ach, Bikes haben wir vergessen. Ja. Bikes waren auch Bikes waren auch ganz gut. Also, würde ich mal gerne im Rennen auch fahren. Ja. Also, die Cockpit-Ansicht war mega nice. Ja. Und die Grafik ist natürlich Premium. Gutes Gesamtpaket. Von mir Daumen hoch, von dir eher so Mittel. Deshalb sagen wir zwischen Mittel und Daumen hoch. Ich will jetzt einfach keine Wertung dafür geben, weil es ist eine Closed Beta. 80%. Da kann es ja noch ein bisschen was kommen. 80%. Ich würde grundsätzlich jetzt erstmal abwarten, bis die Open Beta kommt, weil die kommt 100%ig noch. Bin ich fest davon überzeugt. Und dann zocken wir es einfach nochmal und dann gucken wir nochmal und dann schauen wir mal, wie teuer es wird. Und das wäre es erstmal von mir gewesen. Wir gucken mal, ob wir gleich noch einen Stream machen, aber jetzt beenden wir erst kurz den Stream. Jetzt brauchen wir mal eine halbe Stunde Pause. Und wenn wir wieder online kommen, dann kommen wir wieder online. Ansonsten danke fürs Zusehen. Danke, Thomas, dass du dabei warst. Lass mal ein Like und ein Abo bei YouTube da, wenn ich das hochgeladen habe. Und komm zu mixer.com/dulitv. Da sind wir nämlich live. Da haben wir das nämlich jetzt gerade auch aufgezeichnet. Und das war's von mir. Danke, Thorin. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag euch noch. Ciao. Tschüss. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!